Dies ist ein Zusammenschnitt mehrerer Videos plus einige Korrekturen. Diese berücksichtigen nicht die Bugfixes des Settlers United Projekts oder die Änderungen durch den Ultimate Balance Overhaul. Stand 2024 ist der beste Weg, dieses Spiel zu spielen, die History Edition in Verbindung mit Settlers United, welches neben Multiplayer Balancing unter anderem den HD-Patch von Wizard Maker sowie meinen eigenen Ultimate Balance Overhaul enthält. Letzterer ist praktisch seit seinem Release das akzeptierte Multiplayer Balancing und gibt euch auch in Missionen mehr taktischen Spielraum. Da wir uns derzeit einer der Maya-Kampagnen widmen, halte ich es für an der Zeit, sich ihre Spezialeinheit, dem Blasrohrschützen, vorzunehmen. Im Vergleich zum Bogenschützen tauscht der Blasrohrschütze Schaden, Reichweite und etwas Angriffsgeschwindigkeit gegen etwas zusätzliche Gesundheit und die Fähigkeit, sein Ziel kurzzeitig zu lähmen, ähnlich wie der Frostzauber der Wikinger. Aber wie funktioniert diese Freeze-Mechanik eigentlich und wie schlägt sich der Blasrohrschütze gegen seine Kollegen? Nach framegenauer Analyse scheint es so, dass die genaue Dauer des Freeze-Effekts zufällig ist, sich aber zwischen 1,5 und 2,5 Sekunden bewegt. Wenn sich das Opfer gerade in einer Bewegungs- oder Angriffsanimation befindet, wird diese Aktion noch zu Ende geführt. Das klingt im ersten Moment vielleicht nicht nach viel, aber das sind 1-2 Sekunden, in denen das Opfer keinen Schaden anrichtet und sich nicht bewegen kann. Bereits 3 Level 1 Blasrohrschützen können einen Level 3 Schwertkämpfer so stunlocken, dass er letztendlich den Giftfallen zum Opfer fällt, wobei einer der Blasrohrschützen dabei schwer verletzt oder getötet wird. Sie sind also sehr effektiv gegen einzelne Soldaten und könnten potenziell die Dieb-Bogenschützen-Kombo besser handhaben. Aber der Freeze passiert nicht nach jedem Treffer. Es gibt ein paar Arten und Weisen, auf die ein Spiel so etwas handhaben kann, aber meine Beobachtungen deuten stark darauf hin, dass hier der Zufall entscheidet. Die Chance, dass ein feindlicher Soldat nach einem Treffer gelähmt wird, scheint bei Level 1 Blasrohrschützen bei 50% zu liegen, steigt bei Level 2 auf etwa 70% und bewegt sich bei Level 3 zwischen 75 und 80%. Ein zufälliger Blick in die Patch Notes hat diesen Unterschied sogar bestätigt, lieferte aber keine genauen Werte. Dies hat keinen Einfluss auf die Dauer der Lähmungen, aber höherwertige Soldaten können den Effekt deutlich zuverlässiger hervorrufen. Kampfkraft scheint jedoch keine Auswirkungen darauf zu haben. Zivile Spezialisten, einschließlich Priester, sind gegen den Effekt immun. Aber wie schlagen sich Blasrohrschützen in einem richtigen Kampf? Kurzer Disclaimer, Kampfsimulationen sind in diesem Spiel kaum sauber durchzuführen und die Ergebnisse können sich drastisch verändern, wenn das Pathfinding nicht mitspielt. Hinzu kommt auch noch die Zufallskomponente des Freeze-Effekts, den wir vorhin festgestellt haben. Wie im Video zu den Axtkämpfern lassen sich immer Armeen mit gleichem Materialwert und identischer Kampfkraft gegeneinander antreten. Reine Blasrohrtruppen liefern schreckliche Ergebnisse im Vergleich zu reinen Bogentruppen ab. Aber zugegebenermaßen ist das nicht wirklich fair, da die Rolle der Blasrohrschützen eher in den Bereich Ranged Support fällt. Da es sich um Fernkämpfer handelt, halte ich es für am sinnvollsten, sie in direkte Konkurrenz mit Bogenschützen zu setzen. Im nächsten Schritt ließ sich also eine gemischte Truppe mit unterschiedlichen Verhältnissen aus Blasrohr und Bogenschützen gegen eine Truppe aus 50 Schwertkämpfern und 50 Bogenschützen antreten. Bei einem Blasrohranteil zwischen 10 und 20% kamen die Ergebnisse einer reinen Bogenschützentruppe sehr nah, waren aber immer noch leicht darunter. Im Low-End sind Blasrohrschützen in dieser Zahl also kein Nachteil, verbessern eure Chancen aber auch nicht. Aber was ist mit dem High-End? Leider schlagen sich die Blasrohrschützen hier noch schlechter, da sie einfach nicht die nötige Feuerkraft mitbringen, um Level 3 Einheiten alleine töten zu können. Ihre Ergebnisse sind allesamt gleichwertig oder schlechter als ihre Level 1 Gegenstücke. Tests mit 150% Kampfkraft habe ich nicht mehr durchgeführt, da Blasrohrschützen den geringsten Schadenswert im ganzen Spiel haben, noch unter Sanitätern, und sie daher kaum davon profitieren würden. Im kleinen Maßstab können Blasrohrschützen die Bogenschützen-Deep-Combo unterstützen, da das Risiko, dass eine der beteiligten Einheiten verletzt wird, sinkt und weniger Einheiten insgesamt notwendig sind, wodurch ihre Positionierung einfacher wird. Aber das allein rechtfertigt kaum ihre Existenz, und diese Combo funktioniert nur gegen KI-Spieler. Gegen Menschen ist sie nutzlos. Vielleicht mache ich auch alles falsch, aber meinen Zahlen zufolge sind Konstellationen mit Blasrohrschützen im allerbesten Fall knapp gleichwertig mit Konstellationen ohne sie. Leider sehe ich auch keinen gut umsetzbaren Weg für einen Buff. Mehr Gesundheit würde sie nur zu Bullet Spongers machen, mit mehr Schaden würden sie potenziell zu besseren Bogenschützen und sie sollten diese nicht weitgehend verdrängen. Rüstung halte ich nicht für thematisch passend, würde sie aber zumindest resistenter gegen Bogenschützen machen. Eine interessante, aber leider nicht umsetzbare Möglichkeit wäre meiner Meinung nach, dafür zu sorgen, dass durch Blasrohrschützen und potenziell auch den Frostzauber eingefrorene Einheiten doppelten Schaden aus allen Quellen außer anderen Blasrohrschützen nehmen. Auf diese Weise könnten einige Blasrohrschützen die Schlagkraft der Einheiten, die sie begleiten, erhöhen. Ohne eine solche Mechanik sieht es aber eher so aus, dass Blasrohrschützen eine nicht zu Ende gedachte Einheit sind, auf die man eher verzichten sollte. Sie sind nicht schrecklich, bieten aber in keiner realistischen Situation echte Vorteile.
S4 stellt uns zwar nur 6 Militäreinheiten plus Hauptmänner zur Verfügung, aber dafür von diesen 6 jeweils 3 Abstufungen, von denen die zweite und dritte den Besitz von Gold voraussetzen. Theoretisch ist klar, dass die zweite und dritte Stufe stärker sind, aber sind sie die zusätzliche Investition eigentlich wert? Und wenn ja, gibt es Situationen, in denen sie es nicht sind. Für Schwertkämpfer und Bogenschützen ist die Skalierung relativ simpel. L2er erhalten im Vergleich zu L1ern etwa 50% zusätzlichen Schaden und Gesundheit plus minus ein paar Gequetschte. Für L3er verdoppeln sich Gesundheit und Schaden im Vergleich zu L1ern. L2er sind damit etwa doppelt und L3er etwa 4-mal so stark wie L1er, was sich auch bestätigt, wenn wir die Einheiten nacheinander gegeneinander antreten lassen. Der Hauptmann besiegt sogar 6 Level 1 Schwertkämpfer hintereinander, hier liegt das aber mehr daran, dass die Rüstung des Hauptmanns den eingehenden Schaden um 20% reduziert. Gegen stärkere Einheiten und auf höherer Kampfkraft würde er deutlich schlechter skalieren. Das gilt aber nicht, wenn die höherwertigen Soldaten sich ihren Gegnern gleichzeitig stellen müssen. Zusammen haben 2 L1-Soldaten einfach mehr Schaden und Gesundheit als ein L2er, und selbst L3er haben gegen 3 L1er Probleme, wo sie theoretisch 4 L1er wert sind. Merkt euch das schon mal für später. Spezialeinheiten skalieren auf eigene Weise. Der Axtkämpfer zum Beispiel hält zwar auf höheren Stufen großzügigere Hitpoints, aber ihr Schaden hört sich bei L3ern im Vergleich zu L1ern nur um 33%. Und das ist auch gut so, denn würden sie wie Schwertkämpfer skalieren, kämen L3-Axtkämpfer auf 48 Schaden pro Angriff. Damit könnte man mit 12 Treffern eine Burg einreißen, bei 150% Kampfkraft sogar mit nur 7. Anti-Gebäude-Einheit hin oder her, das ist etwas exzessiv für einen einzigen Soldaten. Und mit so hohem Schaden würden sie trotz ihrer langsamen Angriffsgeschwindigkeit die Schwertkämpfer deutlich in Sachen Schaden pro Sekunde übertreffen, was sonst nur L1-Axtkämpfer tun. Damit wäre für die Wikinger die Schwertkämpferlinie potenziell völlig überflüssig und das wäre in diesem Fall schreckliches Einheitendesign. Rucksackkatapultisten auf der anderen Seite halten auf Stufe 3 nur 50% zusätzliche Gesundheit und Schaden, da ihre wahre Stärke in ihrem Flächenschaden liegt. Auch hier würde eine Skalierung wie bei Schwertkämpfern und Bogenschützen zu einer maßlos overpowerten Einheit führen. Das alles beantwortet aber noch nicht die Ausgangsfrage, also schauen wir uns mal die Kosten für die ganzen Einheiten an. Praktischerweise kosten den Siedler alle Einheiten einer Stufe das gleiche, wir können es also gut visualisieren. Neben den Soldaten liegen die Gegenstände, die die Kaserne haben will, darunter liegen die Rohstoffe, die zu deren Herstellung nötig sind. Hinzu kommen noch die Siedler, wo höherstufige Soldaten natürlich von vornherein effizienter sind. Hier wird auch deutlich, dass die höherstufigen Soldaten deutlich effizienter sind, was Kohle betrifft, wo Kohle ist so ziemlich immer der Flaschenhals. Auf Metzelkarten und anderen Karten mit vielen Bodenschätzen sind L3er also die Soldaten der Wahl, und das gilt doppelt, wenn ihr ohne eine Variante des Kohlefixes spielt. Aber das impliziert, dass es Ausnahmen gibt. Wenn kein Gold zur Verfügung steht, stellt sich natürlich die Frage gar nicht erst, aber was ist, wenn es zwar Gold gibt, aber es nicht genug ist? Wenn klar ist, dass nur sehr wenige hochstufige Soldaten produziert werden können, empfehle ich eher, einen großen Tempel zu bauen, um zumindest eine erneuerbare Goldquelle zu haben und den Rest in Zielobjekte zu investieren. Zielobjekte sind aber sonst definitiv ein Late-Game-Ding, denn selbst mit 150% Kampfkraft können Soldaten in der Regel zwar in Sachen Schaden mit der nächsten Stufe mithalten oder sie sogar leicht übertreffen, ihnen fehlt aber weiterhin die nötige Gesundheit. Und 150% Kampfkraft kann euch locker genug Gold für 100 bis 200 Level 3 Soldaten kosten. Wenn Gold zwar vorhanden, aber der Abbau oder die Verarbeitung problematisch ist, sind L3er potenziell eine gefährliche Falle. In dem Fall kann es besser sein, sich auf L1er und oder L2er zu konzentrieren. Hier müsst ihr individuell danach entscheiden, ob gerade Waffen oder Gold der Flaschenhals ist. Falls ihr eine Offensive gegen Siedlungen mit Türmen vorbereitet, kann es sich auch lohnen, L1 Bogenschütze und L3 Schwertkämpfer zu kombinieren. Letztere rücken dann ein, sobald die Bogenschützen aufgeräumt haben. Zwei Karten, auf denen solche Abwägungen nötig sein können, sind Camelot und Assimilate. Bei Camelot ist zwar Gold vorhanden, aber die Versorgung der Minen kann schwierig sein, da es kaum günstige Orte für Fischerhütten gibt. Im Zweifelsfall ist es jedenfalls immer besser, 2 L2er zu haben, statt nur einen L3er. 4 L1er wären auch einem L3er überlegen, bedenkt aber, dass die erste Variante auch die teurere ist. Im Singleplayer kommt eine weitere Sache hinzu. Die KI scheint ihr Angriffsverhalten auch danach auszurichten, wie viele Soldaten ihr besitzt, scheint aber das Level dieser Soldaten nicht oder nur sehr gering einzuberechnen. Gerade auf Karten, auf denen ihr euch gegen mehrere KIs durchsetzen sollt, kann Masse statt Klasse die Devise sein. 400 L1er haben auf die KI einfach eine deutlich abschreckendere Wirkung als 100 L3er. Im Multiplayer bringt euch das natürlich nicht viel, aber auch hier ist es besser, wenn überhaupt, Waffen statt Gold überzuproduzieren, da ihr Waffen im schlimmsten Fall immer noch zu L1ern oder L2ern machen könnt. Wenn ihr aber angegriffen werdet, bringt es euch nichts, 100 Goldbarren überzuhaben. Also ja, die meiste Zeit sind L3er die beste und effizienteste Wahl, nicht zuletzt auch, weil eure Armeen so kompakter und damit leichter zu kontrollieren sind. Aber es ist trotzdem so eine Regel, bei der es wichtig ist zu wissen, wann man sie besser in den Wind schlagen sollte. Und solche Abwägungen gehören auch in ein Strategiespiel, ich hätte nur gerne mehr davon in diesem.
Gestern habe ich ein Video dazu gemacht, wann man Level 1, 2 oder 3 Soldaten verwenden sollte, aber ich hatte dabei völlig unterschätzt, wie viele Leute sich für die Antwort auf folgende Frage interessieren. Nehmen wir an, wir haben 100 Waffen und 100 Goldbarren. Ist es besser, 100 Level 2 Soldaten zu rekrutieren oder 50 Level 1er und 50 Level 3er? Ich versuche mal, die Frage so genau wie möglich zu beantworten, beachtet aber, dass Kampfsimulationen in diesem Spiel immer Raum für Messfehler lassen. Bleiben wir mal bei 100 Soldaten auf jeder Seite, denn das ist die größte Armee, die wir in einer Auswahl steuern können. Bei den Rohstoffkosten können wir Gold und Eisen effektiv ausklammern, da sie sich in ihrer Verarbeitung nicht wirklich unterscheiden. Eisen muss auf dem Weg zur Waffe zweimal verarbeitet werden, Gold wird dafür für L3er auch zweimal benötigt. Unsere beiden hypothetischen Armeen kosten jeweils 100 Siedler und 300 Kohle. Wir gehen außerdem davon aus, dass beide Seiten ausschließlich einen Einheitentypen und auch beide den gleichen produzieren. Beginnen wir mit Bogenschützen, da diese mit weitem Abstand die häufigste Einheit im Multiplayer sind. Die L2er Seite startet so mit 12.000 kombinierter Gesundheit und 600 Schaden. Die gemischte Seite kommt ebenfalls auf 600 Schaden, aber nur 11.750 Gesundheit. Ein Unterschied von 2%, auf dem Papier haben wir also wirklich zwei fast gleichwertige Armeen zum gleichen Preis. Schauen wir uns mal an, wie sie sich schlagen. Auf den ersten und auch auf den zweiten Blick scheint die L2er Armee klar ein Vorteil zu sein. Aber natürlich kämpft die gemischte Armee auch nicht so, wie sie es unter Kontrolle eines Spielers vielleicht würde, also drehen wir die Sache einmal um. Und hier wird hoffentlich deutlich, wieso ich große Kampfsimulationen in diesem Spiel verabscheue. Aber auch, dass beide Armeen das Potenzial haben, hier siegreich hervorzugehen. Kehren wir noch einmal zu unserer schönen Armee von vorhin zurück, aber dieses Mal mit Schwertkämpfern. Die L2-Seite kommt dieses Mal auf 15.000 kombinierte Hitpoints und 1.400 Schaden. Die gemischte Seite kommt auf 15.500 Hitpoints und 1.500 Schaden. Hier sprechen die Zahlen schon eher für die gemischte Armee. Und auch in der Praxis geht die gemischte Armee hier als Sieger hervor, egal ob sie von mir oder von der KI gesteuert wird. Das ergibt auch Sinn, weil Level 2 Schwertkämpfer 14 statt der erwarteten 15 Schaden haben. Ich weiß nicht, was hier die Begründung war, ich bin mir nicht mal sicher, ob man das ändern sollte, aber es führt dazu, dass der Sprung von Level 1 zu Level 2 in diesem Fall deutlich kleiner ist als von Level 2 zu Level 3. Bei gemischten Armeen würde ich aber davon abraten, L2er und L3er kombinieren zu wollen, da in der Praxis oft nur wenige L3er tatsächlich rekrutiert werden, wenn L2er auch Gold verbrauchen. Einen weiteren Fall möchte ich aber noch erwähnen, nämlich die Wirkung von Kampfkraft. Siedler rundet die Schadenswerte zu ganzen Zahlen und scheinbar wird ab 5 einzeln im Komma aufgerundet. Schauen wir uns also nochmal die Bogenschützen mit 126% Kampfkraft an und lasst euch nicht davon irritieren, dass das Spiel 125% anzeigt. Das ist ein Fehler, der passieren kann, wenn die Kampfkraft per Skript festgelegt wird. Theoretisch steigt der Schaden der L1er von 4 auf 5, der L2er von 6 auf 7,5 und der L3er von 8 auf 10. Durch die Rundung bekommen die L2er aber in der Praxis 8 Schadenspunkte. Die L2er Armee kommt also plötzlich auf 800 Schaden, die gemischte nur auf 750. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, diese Entscheidung zu sehr von der Kampfkraft abhängig zu machen. Selbst wenn ihr euch die Werte, die ihr braucht, perfekt merken könnt, ist eure Kampfkraft ständig im Fluss. Und ohne Zielobjekte kommt ihr nicht weit über die 100%. Und wenn nicht gerade sehr wenig Gold auf der Karte ist, solltet ihr nie die Produktion von L3ern für Zielobjekte gefährden. Ich bin der Letzte, der euch sagen wird, dass Zielobjekte sinnlos sind, aber nur wenn ihr dafür nicht die Produktion von Level 3 Soldaten einschränken müsst. Wenn ihr schon viele Soldaten habt, macht es mehr Sinn, einige Sets einzustreuen, aber wie bereits im vorherigen Video erwähnt, halten eure Soldaten selbst mit voller Kampfkraft nicht mit dem nächsten Level mit. Ich selbst würde tendenziell eine reine L2-Armee einer gemischten Armee vorziehen. Eure Kraft ist so gleichmäßiger verteilt. Und wenn wir mal kurz so tun, als wäre Magie im Multiplayer wirklich relevant, kann sie diese Wahl auch zementieren, wenn wir zum Beispiel gegen einen Römer spielen. Was ja, wie wir in der WM gesehen haben, nicht so abwegig ist. Der Blitzzauber der Römer tötet Level 1 Soldaten sofort, während Level 3 Soldaten perfekte Ziele für den Bekehrungszauber sind. Level 2er sind dagegen für keinen dieser Zauber ein ideales Ziel. Natürlich in der aktuellen Meta komplett irrelevant, aber sollten wir uns in Zukunft vom Vanilla Balancing wegbewegen, wäre das ein weiterer Faktor, der relevant sein könnte. Die Mayas haben einige interessante, aber nicht allzu intuitive Zauber in ihrem Arsenal. Einer davon ist zum Beispiel der maßlos underpowerte Fruchtbarkeitszauber, aber auch ihre Kampfmagie ist etwas eigen. Den Mayas stehen wie den Römern und Trojanern drei solche Zauber zur Verfügung. Gegner bannen, Schützen strafen und Aufwertung. Sehen wir mal genauer hin. Gegner bannen teleportiert bis zu 20 feindliche Soldaten an einen Ort eurer Wahl. Dieser Zauber ist in der Hinsicht besonders, dass ihr ihn nicht direkt auf die Soldaten anwendet, die ihr loswerden wollt. Stattdessen werden die Soldaten in einem Umkreis von 10 Feldern um den zaubernden Priester an den Ort teleportiert, an den ihr rechtsklickt. Dazu könnt ihr auch auf der Minikarte rechtsklicken, aber je nach Kartengröße ist das natürlich sehr ungenau. Das Ziel muss aber auch ein Ort sein, wo die Soldaten erscheinen können. Wenn ihr also versucht, eure Gegner einfach ins Meer zu beamen, bleibt der Zauber wirkungslos. Dieser Zauber kann in der Verteidigung dabei helfen, Druck von euren Türmen zu nehmen oder Axtkämpfer loszuwerden.
Sein Einsatz ist für den beteiligten Priester aber oft Selbstmord. Gleichzeitig ist dies der einzige Zauber der Mayas, der gegen Nahkämpfer genutzt werden kann. Er funktioniert grundsätzlich gegen alle Soldatentypen, aber nicht gegen Spezialisten. Dunkle Schamanen zählen aber zu ersteren. Schützenstrafen verwandelt bis zu 10 feindliche Bogenschützen in Schmetterlinge. Wohlgemerkt nur Bogenschützen, aber nicht Rucksackkatapultisten oder Blasrohrschützen, auch wenn letztere das Wort Schütze im Namen haben. Die Säureschmeißer des dunklen Volks zählen aber als Bogenschützen. Die große Stärke dieses Zaubers ist, dass er gegen Bogenschützen immer effektiv ist, egal welches Level sie haben. Beförderung wertet bis zu 10 Level 1 und 2 Soldaten auf die nächste Stufe auf. Das funktioniert mit allen Soldaten außer Hauptmännern und Rucksackkatapultisten, wobei das bei letzteren nicht gewollt zu sein scheint. Aufgewertete Soldaten werden dabei auch geheilt, wodurch der Zauber begrenzten Nutzen in aktiven Kampfhandlungen hat. Leider hat der Zauber keinerlei Wirkung auf Level 3 Soldaten. Wenn eure Armee bereits ausschließlich aus solchen besteht, ist der Zauber also nutzlos. Nun könnte man den Zauber natürlich nutzen, um die schwächeren Truppen, die man vielleicht am Anfang ausgebildet hat, aufzuwerten, aber dieser Zauber kostet 30 bis 120 Mana pro Anwendung. Sein ökonomischer Effekt liegt aber im besten Fall bei 10 Goldbarren. Das Verhältnis Mana zu Gold ist je nach Anzahl der bisherigen Nutzungen vergleichbar mit dem Umwandlungszauber. Wenn man den schon verwendet, könnte es manchmal vielleicht sinnvoller sein, ein paar Level 2 Soldaten zwischenzuschieben und diese per Magie aufzuwerten. Aber darüber hinaus fehlt diesem Zauber meiner Meinung nach eine sekundäre Wirkung, wie etwa die Fähigkeit, Level 3 Soldaten zu heilen. Einen Sonderfall gibt es aber noch, denn dieser Zauber funktioniert auch bei verbündeten Kriegern des dunklen Volks. In einem ungemoddeten Spiel kann das Spiel diesen Soldaten aber keine Textur zuweisen und stürzt ab, sobald diese Krieger anfangen zu kämpfen. Vielleicht sogar schon, wenn sie sich nur bewegen. Das lässt sich aber theoretisch fixen, indem man in der Set der Values XML entsprechende Einträge für höherstufige DV-Krieger ergänzt. Da wir ihnen dort aber nur Animationen, jedoch keine normale Textur zuweisen können, werden sie nach dem Kampf direkt wieder zu Strichmännchen. Anders als die Kampfmagie der Römer und Trojaner ist die der Mayas sehr spezialisiert. Gegen Bogenschützen kommt nichts an sie heran, aber das ist auch ihre Achillesferse. Ihre beiden anderen Kampfzauber sind sehr situationsabhängig, aber gerade Teleport kann im richtigen Moment angewandt durchaus nützlich sein. Geeignete Zielorte sind Inseln, Krater und alle anderen Orte, von denen die Soldaten nicht aus eigener Kraft entkommen können. In Spielen mit mehr als zwei Teams könnt ihr auch versuchen, die Soldaten eines Gegners in die Siedlung des anderen zu teleportieren. In allen anderen Fällen schickt ihr sie einfach ans andere Ende der Karte. In diesem Fall sind sie zwar nicht völlig neutralisiert, aber sie müssen sich neu gruppieren und unter Umständen dauert das Spiel dafür schon gar nicht mehr lang genug. Axtkämpfer sind vor allem für ihre Fähigkeit bekannt, ungeschützte Türme und Burgen in kürzester Zeit in Schutt und Asche legen zu können. Eine Fähigkeit, von der auch die KI durchaus Gebrauch macht. Aber bevor ich die nächste Wikinger-Kampagne für meine Missionsguides angehe, wollte ich wissen, wie sich Axtkämpfer im Kampf gegen andere Einheiten schlagen und ob ich vielleicht die ganze Zeit etwas verpasst habe. Axtkämpfer sind im Prinzip mit Schwertkämpfern vergleichbar, tauschen aber etwas Gesundheit gegen deutlich mehr Schaden. Sollte man also Axtkämpfer priorisieren, sofern man keinen Wert auf die Eroberung feindlicher Türme legt? Dazu habe ich 100 Level 1 Axtkämpfer gegen unterschiedliche, aber vom Materialbedarf her gleichwertige Konstellationen antreten lassen. Beide Parteien haben dabei immer 100% Kampfkraft. Und die ersten Tests sahen vielversprechend aus. Im Kampf gegen 100 Schwertkämpfer gingen die Axtkämpfer immer mit ca. 20 Überlebenden als Sieger hervor. Doch gegen 100 Bogenschützen sieht es schon deutlich anders aus. Hier überlebt im Durchschnitt ein Drittel der feindlichen Streitmacht. Gegen eine gemischte Konstellation aus 50 Schwertkämpfern und 50 Bogenschützen wird noch einmal der Vorteil von Axtkämpfern gegenüber Schwertkämpfern deutlich, aber die feindliche Streitmacht behält immer noch ca. 20% ihrer Soldaten. Wenn wir die Schwertkämpfer gegen Axtkämpfer austauschen, werden die Ergebnisse wieder mit einer reinen Bogenschützentruppe vergleichbar. Dieser Trend setzt sich auch im Level 3 Bereich fort, denn hier haben die Schwertkämpfer so weit aufgeholt, dass auch sie nun gegen die Axtkämpfer als Sieger hervorgehen, wenn auch mit nur ca. 10 Überlebenden. Auch gegen alle anderen Konstellationen schlagen sich Axtkämpfer gleichwertig oder schlechter als ihre Level 1 Gegenstücke. Ein Sonderfall, der mir noch einfiel, war das dunkle Volk. Gegen eine gemischte Streitmacht aus 50 Schwertkämpfer und 50 Bogenschützen waren weder Level 1 Schwertkämpfer noch Axtkämpfer oder Bogenschützen erfolgreich. Aber während Schwertkämpfer und Bogenschützen beide gleich auflagen, übertrafen die Axtkämpfer sie in diesem Fall deutlich, mit 47 Kills im Vergleich zu 29. Das liegt aber daran, dass das dunkle Volk im Early Game generell sehr stark ist, da es immer mit 100% Kampfkraft kämpft und seine Einheiten ihren Level 1 Gegenstücken unter den anderen Völkern sowohl in Sachen Gesundheit als auch Schaden überlegen sind. Axtkämpfer übertreffen die Schwertkämpfer des dunklen Volkes aber zumindest in der letzten Kategorie. Sie könnten also durchaus die Zeit, bis stärkere Einheiten zur Verfügung stehen, überbrücken. Nun war ich etwas enttäuscht, was die Leistungen der Axtkämpfer anging, aber dann kam mir noch ein Gedanke. Axtkämpfer haben mit deutlichem Abstand den höchsten Nahkampfschaden im gesamten Spiel, gefolgt von Hauptmännern und Level 3 Schwertkämpfern. Da Kampfkraft nur den Schaden, aber nicht die Gesundheit von Einheiten beeinflusst, müssten Axtkämpfer theoretisch am meisten von hoher Kampfkraft profitieren. Also habe ich die Tests mit 150% Kampfkraft auf beiden Seiten wiederholt. Und gegen gleichwertige Schwertkämpfer schlagen sie sich tatsächlich etwas besser.
Bogenschützen stellten sich aber noch mehr als Hardcounter gegen Axtkämpfer heraus. Level 1 Axtkämpfer konnten nun auch gegen die mischten Konstellationen aus 50 Schwertkämpfern und Bogenschützen gewinnen, aber darüber hinaus verschlechterten sich die Ergebnisse der Axtkämpfer in allen Kategorien. Was den Kampf gegen das Dunkle Volk betrifft, gingen hier alle Level 3 Einheiten als klare Sieger hervor, und das obwohl das Dunkle Volk ebenfalls auf 150% Kampfkraft eingestellt war, die es eigentlich nur in bestimmten Missionen per Skript bekommt. Hier zeigt sich die Schwäche des Dunklen Volkes im Endgame, aber auch hier trugen die Axtkämpfer die meisten Verluste davon, während die Bogenschützen sehr klar dominierten. Fairerweise muss man auch sagen, dass die KI nicht aktiv versucht, ihre Kampfkraft zu erhöhen. Daher könnten Axtkämpfer durchaus im Kampf gegen die Soldaten von KI-Spielern Verwendung finden. Ich konnte leider auch nicht herausfinden, ob die Zerstörung eines Turms durch Axtkämpfer den Gegenangriff einer defensiv eingestellten KI auslöst. Aber was die nackten Zahlen angeht, ergibt es zwar am Anfang Sinn, statt Level 1 Schwertkämpfer einen Axtkämpfer zu rekrutieren, danach sind sie aber eher auf ihren eigentlichen Zweck, die Zerstörung befestigter Stellungen, beschränkt. Wenn euer Gegner, ob KI oder menschlich, gerne Axtkämpfer einsetzt, könnt ihr ihnen am besten mit Bogenschützen begegnen. Kriegsmaschinen und Schiffe haben einiges gemeinsam. Beide verwenden Fahrzeugmechaniken, beide wurden in gewisser Weise in Siedler 2 eingeführt und beide haben eine eher sprunghafte Umsetzung im Verlauf der Spiele. In Siedler 4 besitzt jedes Volk eine eigene Belagerungswaffe samt Munition. Schauen wir mal hin, welche Regeln hier gelten und welche Eigenheiten es zwischen den Völkern gibt. Ganz allgemein kann man sagen, dass Kriegsschiffe und jeweiliges Katapult in Sachen Schaden und Angriffsgeschwindigkeit in der Regel identisch sind, Kriegsschiffe aber dreimal so viel Munition laden können. Eine Ausnahme stellt die Balliste der Trojaner dar, die 65 Schadenspunkte pro Schuss verteilt, während das Kriegsschiff nur 60 schafft. Katapulte verhalten sich, was Kampfkraft angeht, wie normale Soldaten. Auf neutralem und feindlichem Gebiet nutzen sie offensive Kampfkraft, auf eigenem und Verbündeten die defensive. Schiffe dagegen nutzen immer die offensive Kampfkraft. Das ist aber vermutlich keine Limitation der Schiffe, sondern vielmehr dem Umstand geschuldet, dass Wasserfelder nie offiziell einem Spieler gehören. Der gleiche Grund, aus dem Türme gegen Schiffe machtlos sind. Katapulte sind auch in der Lage, Munition aufzunehmen, die sich im Besitz eines anderen Spielers befindet, wenn es der richtige Typ ist. Kriegsschiffe dagegen können nur an einer Werft Munition beladen werden, wo sie auch passiv repariert werden können. Katapulte können ebenso bei einem Wagenbauer repariert werden. Das funktioniert sogar dann, wenn das Gebäude einem feindlichen Spieler gehört und nicht mal besetzt ist. Munition ist auch in der Hinsicht speziell, dass sie nicht umgewandelt wird, wenn sie in das Gebiet eines anderen Volks gelangt. Trotzdem müsst ihr Katapulte nicht unbedingt heimbringen, um sie neu zu bewaffnen. Esel können angewiesen werden, Munition zum Katapult zu bringen. Es sollte auch angemerkt werden, dass die KI nicht gezielt gegen Katapulte vorgeht und die Zerstörung von Türmen durch solche auch nicht als Provokation zu sehen scheint. Das könnte gegebenenfalls ausgenutzt werden. Wir gehen nun alle Kriegsmaschinen einmal durch, beachtet aber bei den Schadenswerten und gerade wenn ihr KK-Text berechnen wollt, dass alle Gebäude 5 Rüstungspunkte besitzen. Die meisten Fahrzeuge besitzen 2 Rüstungspunkte, mit Ausnahme der Fähre und des Handelsschiffs der Wikinger, welche 3 besitzen. Ihr Kriegsschiff hat das seltsamerweise nicht. Alle Katapulte besitzen 250 Trefferpunkte wie ein großer Turm, alle Kriegsschiffe 500 wie eine Burg. Die einfachste Belagerungswaffe haben natürlich die Römer mit dem Katapult. Die Munition dafür könnt ihr direkt aus Stein herstellen, die Munitionsmanufaktur kann stolze 6,5 Steine pro Minute verarbeiten. Ein Sack Munition reicht für 4 Schüsse, ein Katapult kann also mit einem Achterstapel seine volle Kapazität von 32 Schuss ausschöpfen, während das Kriegsschiff 3 Achterstapel benötigt, um auf seine 96 Schuss zu kommen. Das Katapult richtet 55 Schaden pro Schuss an und muss zwischen jedem Angriff 4 Sekunden oder 56 Spielticks pausieren. Die Kriegsmaschine der Wikinger ist etwas spezieller. Auch wenn sie nicht im Kern eines sterbenden Sterns geschmiedet wurde, kann sie die Macht von Thors Hammer kanalisieren. Hier werden Mechaniken des Gongs der Amazonen aus Siedler 3 wiederverwendet, Thors Hammer kann aber keine zivilen Gebäude angreifen und braucht 15 Mana pro Angriff. Außerdem muss er 6 Sekunden oder 84 Spielticks zwischen Angriffen warten. Dafür hat Thors Hammer mit Abstand die größte Zerstörungskraft aller Kriegsmaschinen, mit 200 Grundschaden. Mit 150% Kampfkraft ist die Kriegsmaschine ihrem Zaubergegenstück ebenbürtig, aber bereits bei ca. 65% Kampfkraft ist der Mana-Verbrauch pro Schaden so gut wie identisch. Aus diesem Grund wären die Wikinger theoretisch auch in Seeschlachten das überlegene Volk. Da der Hammer seine Munition direkt aus dem globalen Mana-Pool bezieht, müssen weder er noch Kriegsschiffe je manuell aufgeladen werden. Frühe Versionen des Spiels hatten jedoch einen Bug, der das Spiel abstürzen ließ, wenn eine solche Einheit ausgewählt wurde, während man mehr als 600 Mana besaß. Der Feuerspeier der Mayas ist schon etwas komplexer. Dieser benötigt Schießpulver, welches ihr aus Schwefel und Kohle herstellen lassen könnt. Das Pulverhaus schafft etwa 3 Fässer Schießpulver pro Minute. Mal abseits der historischen Genauigkeit äußert sich diese teurere Munition auch kaum spielerisch, die Werte des Feuerspeiers sind identisch mit denen des Katapults. Allerdings reicht ein Fass für 8 Schüsse, die volle Kapazität wird also bereits mit 4 Fässern Schießpulver erreicht. Die Balliste der Trojaner ist wohl die komplexeste Kriegsmaschine im Spiel.
Die Explosivpfeile sind im Prinzip noch teureres Schießpulver, denn zusätzlich zu Kohle und Schwefel braucht ihr auch noch Baumstämme. Die Pfeilmanufaktur kann etwa 2,5 Pfeile pro Minute herstellen. Anders als Schwarzpulver sind die Explosivpfeile aber nicht ergiebiger als die Steine der Römer. Und darüber trösten auch die 5 zusätzlichen Schadenspunkte des Kriegsschiffs und die 10 der Balliste nicht hinweg. In Sachen Angriffsgeschwindigkeit ist die Balliste ebenfalls identisch mit dem Katapult und dem Feuerspeier. Aber letztendlich ist das alles sowieso unwichtig, denn wie man in den Demonstrationen erkennen konnte, konnten sich die Katapulte in der Regel nur knapp gegen einen einzelnen großen Turm mit gleicher Kampfkraft durchsetzen. Die einzige Ausnahme war Thors Hammer, der sogar knapp gegen eine Burg gewann. Im Late Game verschafft die höhere Kampfkraft zwar der Kriegsmaschine noch einen Vorteil, aber selbst dann ist ihre Leistung zu gering, wenn man bedenkt, dass man je nach Volk bis zu 3 zusätzliche Gebäude bauen und Rohstoffe in die Kriegsmaschine selbst investieren muss. Letztendlich haben diese Waffen nur einen Job, und für den sind sie nicht gerade gut ausgerüstet. Sie sind weder besonders resistent gegen die Angriffe von Türmen, noch können sie Türme aus sicherer Distanz angreifen. Letztendlich kann man genauso gut einfach noch ein paar Soldaten mehr auf das Problem werfen, zumal diese deutlich flexibler in ihrem Einsatzzweck sind. Für Ubo habe ich zwar einige Ideen, aber da ich die Reichweite von Kriegsmaschinen nicht modifizieren kann, liegen diese auf unbestimmte Zeit auf Eis. Was schade ist, weil Kriegsmaschinen, insbesondere im Zusammenspiel mit Saboteuren, der Schlüssel dazu sein könnten, Turmstädte konterbar zu machen. Das täuscht zwar nicht darüber hinweg, dass die Implementation von Türmen, insbesondere in Siedler 4, von Grund auf fehlerhaft ist, ich würde aber trotzdem hoffen, dass es genügt, um Spielern die Sicherheit zu geben, die übliche 3-Turm-2-Burgen-Regel fallen zu lassen. Die Wikinger gelten oft als gefürchtete Krieger und ihre Kampfmagie in diesem Spiel spiegelt das sehr gut wider. Dafür sind ihre Zauber auch sehr schwammig definiert, weshalb sie für meine Zwecke vielleicht die interessantesten der 4 Völker sind. Die Wikinger haben Zugang zu den Zaubern Gegner einfrieren, Blutrausch und Angst, zusätzlich zu diesen 3 zähle ich aber auch noch ihren Spezialzauber Thors Hammer zu ihren Kampfzaubern. Sehen wir genauer hin. Gegner einfrieren friert bis zu 25 feindliche Soldaten in einem Umkreis von 20 Feldern um den Zielort für 7 Sekunden ein. Alle Militäreinheiten einschließlich dunkler Schamanen sind betroffen, aber Spezialisten einschließlich dunkler Gärtner sind immun dagegen. Eingefrorene Gegner sind komplett handlungsunfähig und euren Soldaten hilflos ausgeliefert. Angst schlägt in eine ähnliche Kerbe und kann die gleichen Einheiten betreffen wie der Frostzauber, ist aber teurer und trifft nur bis zu 15 Soldaten in einem Umkreis von 10 Feldern. Dafür hält der Zauber aber ganze 15 Sekunden. Anders als der Frostzauber werden die feindlichen Einheiten nicht bewegungsunfähig, aber sie laufen panisch umher, können keine aggressive Handlung vornehmen und nicht von ihrem Besitzer gesteuert werden. Beide Zauber können ähnlich genutzt werden, Angst ist aber besser für kleinere Truppen geeignet. Wenn ihr verteidigt, sollte Angst gegen Schwertkämpfer und Axtkämpfer genutzt werden. Beide Zauber können auch genutzt werden, um den Rückzug eines Gegners zu unterbinden. So betrachtet sind beide Zauber sehr vielseitig einsetzbar, wobei auch die Mana-Kosten im Auge behalten werden müssen. Welcher Zauber gerade besser ist, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Kommen wir zu Blutrausch, der vielleicht der interessanteste dieser 4 Zauber ist. Laut Spiel soll er die Schlagkraft eurer Soldaten erhöhen, aber das Spiel sagt euch nicht um wie viel. Zum Glück bin ich ja da, also lassen wir einmal ein paar Soldaten gegeneinander antreten. Ohne Blutdoping sollte unser Level 1 Schwertkämpfer nach 10 Treffern gewinnen, mit Blutdoping gewinnt er aber nach nur 5. Auch der Level 3 Schwertkämpfer braucht nur 6 Treffer statt 11, der Zauber verdoppelt also den Schaden. Nicht übel, im Prinzip das Gegenteil vom Schildzauber, aber wo wir schon davon sprechen, wie interagieren die beiden Zauber eigentlich miteinander? Tatsächlich ist das Verhalten hier sehr eindeutig. Blutrausch verdoppelt den ausgehenden Schaden, Schild halbiert den eingehenden, die beiden heben sich also letztendlich auf. Da Priester sich nicht selbst oder gegenseitig mit dem Zauber buffen können, fällt ein Test des Blitzzaubers flach. Rucksackkatapultisten und ihr Flächenschaden werden aber normal verdoppelt, diese Combo wäre also extrem mächtig. Dieser Zauber betrifft fast alle Militäreinheiten, aber keine Spezialisten, dunkle Gärtner oder Bogenschützen. Blasrohrschützen, Rucksackkatapultisten und dunkle Schamanen sind aber betroffen, wobei das bei letzteren ziemlich sinnlos sein dürfte. Der Zauber wirkt in einem Radius von 10 Feldern und betrifft zwischen 10 und 15 Soldaten. Kampfkraft hat außerdem keine direkte Wirkung auf Blutrausch. Leider wirkt der Zauber nur für 15 Sekunden und das stellt ihn in direkte Konkurrenz mit dem Angstzauber, der garantiert bis zu 15 Soldaten für die gleiche Zeit kampfunfähig macht, aber zu einem etwas niedrigeren Preis. Und sowohl Einfrieren als auch Angst sind deutlich einfacher effektiv einzusetzen. Letztendlich hat Blutrausch also das gleiche Problem wie sein defensives Gegenstück bei den Römern, hätte aber das Potenzial, den Wikingern auch im Kampf gegen eine größere Armee zum Sieg zu verhelfen. Mit seiner kurzen Dauer ist er in der Vanilla-Version am ehesten beim Angriff auf feindliche Burgen nützlich. Testen wir den letzten Zauber, Thors Hammer. Dies ist der einzige Zauber, der Gebäude zerstören kann und in diesem Fall theoretisch jedes feindliche Gebäude. Tatsächlich bleibt kein gewöhnliches Gebäude verschont, nur Burgen können einen Treffer standhalten und selbst die fallen nach einem weiteren zusammen. Das ist auch unabhängig von der Kampfkraft. Die einzigen Gebäude, die immun sind, sind die des dunklen Volks. Aber ich wollte noch wissen, wie viel Schaden der Zauber anrichtet, falls sein Verhalten nicht hardcoded ist und unabhängig von Schadenswerten und Gebäudegesundheit arbeitet. Burgen haben 500 Gesundheit und 5 Rüstung im Vergleich zu den 250 Trefferpunkten von großen Türmen.
Ein paar Tests mit geänderten Werten machten deutlich, dass der Zauber 295 Schaden anrichtet und Rüstung ignoriert. Sobald ein Gebäude 296 Trefferpunkte oder mehr hat, überschätzt es einen Treffer. Aber die einzigen Gebäude, die das normalerweise haben, sind eben die Burgen. Die Kampfmagie der Wikinger ist insofern besonders, dass keiner ihrer Zauber es ermöglicht, feindliche Einheiten direkt zu neutralisieren. Stattdessen haben sie einen Buff für ihre eigenen Soldaten und zwei Crowd-Control-Zauber für den Einsatz gegen Feinde. Thors Hammer ist insofern einzigartig, dass er auch gegen zivile Gebäude eingesetzt werden kann, wobei der Einsatz gegen die meisten Gebäude aufgrund der hohen Mana-Kosten ziemliche Verschwendung wäre. Lazarette sind eine sehr gute Möglichkeit, um seine Verluste über längere Kriege möglichst gering zu halten. Ohne sie ist es schwerer, seine militärische Macht über eine große Distanz zu projizieren, da selbst eine Level 3 Armee mit hoher Kampfkraft früher oder später mit schweren Verletzungen ins Gefecht zieht. Sie haben aber auch einige Eigenheiten, denen ich auf den Grund gehen will. Lazarette beherbergen einen Heiler, der verletzte Soldaten nacheinander zu sich ruft und heilt. Dabei wird die Gesundheit des Patienten immer vollständig wiederhergestellt. Schwerer verletzte Soldaten scheinen Vorrang zu haben, werden aber nicht direkt erneut angesprochen, wenn der Heilversuch scheitern sollte. Zum Beispiel, wenn sich der verletzte Soldat wegen anderer Siedler vor dem Lazarett nicht korrekt positioniert. Außerdem scheint dieser Vorrang trotzdem auf Wahrscheinlichkeit zu basieren, da sich der Heiler nicht sklavisch daran hält. Oder es war in meinen beiden Tests nur zufällig so. Die Testbedingungen herbeizuführen erfordert aber so viel Micromanagement, dass es die Mühe in meinen Augen nicht wert ist. Eine Eigenheit von Lazaretten ist, dass sie zwar einen Arbeitsbereich besitzen, dieser aber nur während der Bauphase festgelegt werden kann. Daher wollte ich wissen, ob dieser Arbeitsbereich tatsächlich einen Effekt hat oder dies nur ein Überbleibsel davon ist, dass das Spiel seinerzeit gerusht wurde. Wie sich herausstellte, bestimmt der Arbeitsbereich tatsächlich den Bereich, in dem der Heiler verletzte Soldaten zu sich ruft. Dabei ist es unerheblich, wo dieser Bereich liegt. Keine Ahnung, wieso man diesen Bereich nach dem Bau des Lazaretts nicht mehr verändern darf. Ihr könnt aber immer verletzte Soldaten zur Tür des Lazaretts schicken. Das funktioniert auch mit verändertem Arbeitsbereich. Was mich zur nächsten Frage führt. Wieso sind trojanische Heiler so faul? Zunächst habe ich den Arbeitsbereich-Test von vorhin wiederholt. Dabei konnte ich aber nur feststellen, dass trojanische Heiler ihre Patienten zu der Säule unten rechts rufen. Wenn sie dann mal das Lazarett verlassen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, führen sie die Behandlung tadellos durch und das über eine Entfernung von guten 3 Metern. Da hat Corona keine Chance. Um ehrlich zu sein, kann ich nicht genau sagen, warum die trojanischen Heiler offenbar kein Blut sehen können, aber nach dem, was ich beobachten konnte, scheint der Punkt, zu dem Soldaten gerufen werden, 1 bis 2 Felder zu weit rechts zu liegen und ist damit nicht mit dem Punkt identisch, der den Heiler triggern soll. Den Patienten manuell 1 bis 2 Felder nach links zu schicken scheint zu helfen, aber obwohl ich mehrere Konfigurationsdateien durchgegangen bin und auch einige Änderungen ausprobiert habe, konnte ich diese nicht beheben. Bis mir Muffin Mario gesteckt hat, dass dieses Problem in der History Edition wohl gefixt wurde. Und tatsächlich versammeln sich hier die Soldaten vor dem Lazarett statt daneben und der Heiler arbeitet wie bei den anderen Völkern. Bei der Gelegenheit können wir uns noch ansehen, wie sich Sanitäter im Vergleich schlagen. Als Kampfeinheiten sind sie erbärmlich. Selbst im Verhältnis 8:1 ist es Glückssache, ob Level 3 Sanitäter einen Level 3 Schwertkämpfer mit gleicher Kampfkraft besiegen können, ohne Verluste zu erleiden. Sie sind eine reine Supporteinheit, die die Gesundheit verbündeter Soldaten in der Nähe schrittweise wiederherstellen kann. Das können sie auch über eine Distanz, die etwa der Reichweite eines Bogenschützen gleicht und unabhängig vom Level des Sanitäters zu sein scheint. Sanitäter heilen je nach Level 3, 4 oder 5 Gesundheitspunkte ihres Patienten pro Animation, bis dieser vollständig geheilt ist. Dabei konzentrieren sie sich auf den Patienten, der ihnen am nächsten ist, und können bis zu 3 Heilungen schnell hintereinander durchführen, wenn sie vorher etwas Zeit hatten, sich auszuruhen. Zu meiner Überraschung wird die Heilung der Sanitäter tatsächlich von der Kampfkraft des Besitzers beeinflusst, allerdings von der Defensiven. Sanitäter werden also nie weniger als 100% leisten, wenn es um Heilung geht, maximal aber 125%. Dabei berücksichtigt das Spiel auch die entstehenden Kommazahlen problemlos. Mit erhöhter Kampfkraft bekommen Sanitäter offenbar auch die Chance, bis zu 4 Heilungen in schneller Folge durchzuführen. Ein einzelner Sanitäter wird ziemlich lange brauchen, um einen einzigen Soldaten zu heilen. Es können sich aber auch mehrere Sanitäter um einen Patienten kümmern. Es kann also sinnvoll sein, eine kleine Gruppe aus 10 bis 15 Level 3 Sanitätern als Nachhut mitzunehmen, an einem sicheren Ort in der Nähe des aktuellen Kriegsschauplatzes zu positionieren und gelegentlich verwundete Soldaten dorthin zu schicken. Auf diese Weise kann eine Gruppe Sanitäter durchaus als mobiles Lazarett an Orten agieren, an denen ihr normalerweise keines bauen könntet. Sie im Kampf mitzunehmen, wäre mir aber zu viel Micromanagement. In den meisten Situationen, denen ihr in Siedler 4 begegnen werdet, ist der Schaden eurer Einheiten sehr einfach zu berechnen. Grundschaden eurer Einheit mal eure offensive oder defensive Kampfkraft, je nachdem welche gerade für euch gilt. Das Ergebnis wird dann noch etwas gerundet, was dazu führt, dass es für jede Einheit eigene Kampfkraftwerte gibt, bei denen der Angriffsschaden um 1 steigt. Wenn jemand sagt, dass er 2 KK-Ticks mehr hat, ist das damit gemeint. Aber es gibt einige Situationen, in denen es nicht ganz so einfach ist. Hauptmänner sind im Spiel einzigartig, weil sie die einzigen Siedler sind, die Rüstung haben. Kein anderer Siedler unterstützt diesen Wert überhaupt, was leider echt ein Problem ist. Hauptmänner haben 2 Rüstungen, die allen eigenen Schaden um 2 Punkte reduziert.
Aber wann passiert das? Wird erst der Grundschaden des Angreifers verringert und dann die Kampfkraft einberechnet oder umgekehrt? Tatsächlich folgt das Spiel in solchen Situationen ganz normal der Regel Punkt vor Strich. Ein Level 3 Schwertkämpfer mit 150% Kampfkraft startet mit 20 Schaden, der auf 30 erhöht und dann von der Rüstung des Hauptmanns auf 28 reduziert wird. Wäre es umgekehrt, wäre der Schaden bei 27. Ein weiterer Fall sind die Zauber Blutrausch und Schutzschild. Blutrausch verdoppelt den Schaden des Angreifers, Schutzschild halbiert den eingehenden Schaden des Verteidigers. Wer in Mathe aufgepasst hat, weiß, dass die Reihenfolge von Faktoren egal ist. Die beiden Zauber heben sich also effektiv auf und auch die Kampfkraft wird normal damit verrechnet. All diese Faktoren wirken auch wie erwartet auf den Flächenschaden von Rucksackhalterprotesten, da ihr Schaden sehr wahrscheinlich anhand des Primärangriffs berechnet wird. Dann gibt es aber noch den Fall von Türmen. Türme erhöhen den Angriff der stationierten Bogenschützen um 1, den des Steinwerfers um 2 und theoretisch können sie auch den der Türwache erhöhen, das ist aber in der aktuellen Vanilla-Version auf 0. Hier gilt immer nur einer der Boni, der Steinwerfer bekommt also nur seine 2 Bonusschaden und nicht noch zusätzlich den einen Punkt, weil er ein Bogenschütze ist. Auch hier gilt wieder Punkt vor Strich, wobei wir beachten müssen, dass für Türme immer die defensive Kampfkraft gilt, weil sie immer in ihrem eigenen Gebiet stehen. Ein Level 3 Bogenschütze mit vollen 125% Kampfkraft hätte also die Berechnung 8 mal 1,25 plus 1 gleich 11. Für die gleiche Einheit als Steinwerfer hätten wir 8 mal 1,25 plus 2 gleich 12. Diese Boosts, ebenso wie der Effekt von Rüstung, sind fest und werden daher nicht von Kampfkraft beeinflusst. Leider sind das alle Situationen, die nie wirklich relevant sind. An Türmen will man im Multiplayer normalerweise eh nicht verteidigen und die beiden genannten Zauber sind zu schwach, um nützlich zu sein. Aber für Leute wie mich, die regelmäßig Modding-Experimente durchführen, ist das durchaus wichtig zu wissen. Am Samstag war ich bei Zocker Lounge im Stream zu Gast und dabei hat uns Kali System von einem recht interessanten Phänomen erzählt. Wir haben hier einen Level 3 und einen Level 1 Bogenschützen, beide mit 150% Kampfkraft. Lassen wir sie gegeneinander antreten und schauen, was passiert. Wie erwartet stirbt der Level 1 Bogenschütze nach 7 Treffern, während der Level 3 Schütze mit ca. 70% seiner Gesundheit überlebt. Und so wird es immer ablaufen. Moment, was? Das sollte nicht möglich sein. Level 3 Bogenschützen haben den doppelten Schaden und mehr als doppelt so viel Gesundheit. Was ist hier passiert? Hören wir nochmal genauer hin, dieses Mal mit der korrekten Tonspur. Wie ihr hören könnt, habe ich die ganze Zeit Bewegungsbefehle gespammt, welche aber, wie ihr wisst, während einer Kampfsituation ignoriert werden, wenn ihr nicht die Alt-Taste gedrückt haltet. Hier wird aber ein interessantes Verhalten des Spiels sichtbar, denn jeder Bewegungsbefehl hebt den Schaden des aktuellen Angriffs auf. Das merken wir nur deshalb nicht, weil die Angriffsanimation trotzdem normal abläuft. Dieses Verhalten trifft auch auf die anderen Einheiten im Spiel zu. Dieser Schwertkämpfer kann nicht einmal die Tür dieses Turms durchbrechen. Dieser Axtkämpfer hat nach über einer Minute noch nicht einmal eine Delle in diesen Turm geschlagen. Der Flächenschaden von Rucksackkatapultisten wird natürlich auch aufgehoben. Blaswurfschützen verlieren durch Attack Canceling auch die Fähigkeit, Feinde einzuführen. Und Sanitäter können zwar Einheiten heilen, die durch Attack Canceling betroffen sind, ihre Heilungen werden dadurch aber ebenso wie ihre Angriffe ungültig. Kriegsschiffe und Katapulte scheinen von diesem Verhalten aber nicht oder nur begrenzt betroffen zu sein. Ob dieses Wissen spielbeeinflussend sein wird, hängt davon ab, ob ihr die Angewohnheit habt, während einer Kampfsituation viele Bewegungsbefehle zu geben. Wenn ihr dazu neigt, kann es euch Kämpfe kosten, die ihr sonst gewonnen oder zumindest nicht ganz so einseitig verloren hättet. Ansonsten ist es nur eine weitere Eigenheit des Spiels, über die man Bescheid wissen sollte, insbesondere da sie in meinem Fall auch die ein oder andere Abweichung erklärt. Vor einer Weile wurde ich in den Kommentaren zu einem meiner Missionsguides gefragt, was es mit dem Set-Bonus für Zielobjekte auf sich hat. In dem Moment wurde mir klar, dass ich zwar seine Existenz klar gesehen habe, aber nicht genau sagen konnte, wie stark er eigentlich ist. Glücklicherweise hatte ich sowieso schon vor, ein paar Tests zu den Themen Kampfkraft und Zielobjekte durchzuführen. Oberhalb der Mana-Anzeige findet ihr die Anzeigen für eure offensive sowie defensive Kampfkraft. Diese Werte bestimmen, welchen Anteil ihres Schadens eure Soldaten tatsächlich anrichten können. Mit 30% Kampfkraft reduziert sich der Schaden eines Level 1 Schwertkämpfers also von 10 auf 3 Punkte pro Angriff. Kampfkraft hat aber keinen Einfluss auf die Gesundheit eurer Soldaten. Die defensive Kampfkraft liegt bei mindestens 100% und gilt für eigenes und verbündetes Gebiet. Sie kann im Endgame auf maximal 125% steigen, steigt aber erst, wenn die offensive Kampfkraft 100% überschritten hat. Wie wir hier sehen können, besiegt unser Level 3 Schwertkämpfer seinen eigentlich gleich starken Gegner und behält dabei sogar 60% seiner Gesundheit. Die offensive Kampfkraft liegt bei mindestens 25% und gilt in allen anderen Fällen, also in neutralem und feindlichem Gebiet.
Sie kann maximal 150% erreichen. Ab einem bestimmten Punkt sind eure Soldaten also im feindlichen Gebiet stärker als in eurem eigenen. Diese Mechanik sorgt dafür, dass Rush-Taktiken im Early Game ineffektiv sind, da der Verteidiger im Normalfall dem Angreifer deutlich überlegen sein wird. Die KI bekommt außerdem auf leicht einen kleinen und auf schwer einen moderaten Bonus auf ihre Kampfkraft. Das Dunkle Volk ist bekannt dafür, dass es viele Regeln der anderen Völker einfach ignoriert. Landesgrenzen sind eine davon, was die Frage aufwirft, wie sich Dunkles Land auf die Kampfkraft unserer Soldaten auswirkt, wenn es sich in unserem eigenen Gebiet befindet. Da ein Level 3 Schwertkämpfer 120 Schaden pro Schlag austeilt und der Dunkle Krieger 120 Hitpoints besitzt, müsste unser Schwertkämpfer eigentlich nach 6 Treffern gewinnen, jedoch braucht er immer 7. Nach weiteren Tests mit den Level 1 und 2 Schwertkämpfern schien es so, dass in Fällen, in denen sich eigenes Gebiet und Dunkles Land überlappen, die Kampfkraft auf einen Mittelwert zwischen der Offensiven und der Defensiven reduziert wird. Aber auch mit beiden Werten auf 100% brauchten meine Soldaten immer einen Treffer mehr, als meine Berechnungen zulassen würden. Im Falle von Level 1 Soldaten sogar noch mehr, wobei das auch daran liegen könnte, dass unter Umständen die letzten Angriffe einzelner Soldaten vor ihrem Tod nicht zählten. Dies geschah unabhängig von der Kampfkraft des dunklen Volkes, sie hatten also genau wie alle anderen Völker keine zusätzliche Gesundheit. Und das geschah auch auf grünem Land, es scheint also auch keine versteckte Schadensreduktion für DV-Krieger auf dunklem Land zu geben. Auf der anderen Seite verhielten sich Level 3 Schwertkämpfer mit 125% defensiver Kampfkraft wie erwartet und gewannen nach 5 Treffern. Dies würde auch eine Art Undying-Mechanik, bei der DV-Krieger einen ansonsten tödlichen Treffer überleben und erst beim nächsten Treffer das Zeitliche segnen würden, ausschließen. Und auch wenn das In-Universe vielleicht noch gepasst hätte, wäre das auch etwas zu obskur gewesen. Insbesondere, weil sich die Einheiten der anderen Völker nicht so verhalten. Ich konnte also keine richtige Ursache für dieses seltsame Verhalten finden. Ich kann aber sagen, dass Dunkles Land letztendlich keine Auswirkung auf die Kampfkraft eurer Soldaten hat. Es zählen nur die Landesgrenzen der menschlichen Völker. Das Dunkle Volk benutzt außerdem immer seine offensive Kampfkraft, egal wo sich seine Krieger befinden. Die offensive Kampfkraft von DV-Spielern liegt standardmäßig bei 100% und kann durch Scripting auf bis zu 150% erhöht werden, aber nicht unter 100% reduziert werden. Das ist einer der Gründe dafür, dass das Dunkle Volk im Early Game so stark ist. Wie hoch die Kampfkraft eines Spielers ist, hängt vom Wert seiner Siedlung bzw. aller Gebäude darin ab. Zunächst hatte ich vor, jedes Gebäude einzeln zu testen und habe dazu eine Map mit 4 Inseln geschaffen. Auf jeder Insel befinden sich 4 kleine Türme eines bestimmten Volkes, zahlreiche Siedler sowie Unmengen an Holz, Stein und Gold. Der Startwert für die Kampfkraft hängt auch von der Anzahl der Spieler ab und ich wollte einen möglichst niedrigen Startwert, da die Entwicklung der Kampfkraft zumindest ab 100% nicht linear abläuft und ich möglichst aussagekräftige Werte haben wollte. Deshalb habe ich die übrigen 4 Plätze ebenfalls besetzt, aber ohne für diese Spieler Gebäude zu platzieren. Dabei stellte ich fest, dass der trojanische Spieler mit 1% mehr Kampfkraft anfängt. Zunächst war ich mir unsicher, ob vielleicht noch die Menge an Land, die ein Spieler besitzt, in die Berechnung mit einfließt, doch dann fiel mir ein, dass die Türme der Trojaner etwas teurer sind als die der anderen Völker. Dies deutete darauf hin, dass der Wert eines Gebäudes nicht statisch festgelegt ist, sondern direkt von seinen Baukosten abhängt. Also habe ich die Baukosten für die kleinen Türme der Römer zunächst auf 100 Holz, dann auf 100 Stein und zum Schluss auf 100 Gold gesetzt. Holz und Stein stellten sich schnell als gleichwertig heraus, was Sinn ergibt, weil sonst entweder die Wikinger oder die Mayas einen Vorteil hätten. Gold ist etwa doppelt so viel wert. Außerdem unterlagen alle Baumaterialien gewissen Schwankungen in ihrem Wert und bis 40% scheint ihr Wert sogar leicht zu steigen, weshalb die ersten 4 Türme unterschiedlich viel wert waren. Das erspart mir schon mal die Mühe, jedes Gebäude einzeln zu testen und macht meine Tabellenkalkulation etwas übersichtlicher. Bei näherer Betrachtung wurde auch deutlich, dass es keinen Bruch in der Steigungskurve gibt, also zusätzliche Kampfkraft nicht ab 100% ruckartig teurer wird. Es gibt aber eine spürbare allgemeine Steigung, die dazu führt, dass später immer größere Investitionen notwendig werden. Während die ersten 100 Goldbarren noch 0,19 Kampfkraft pro Stück geben, hat sich dieser Wert bei 1000 Goldbarren bereits halbiert. Holz und Stein verlieren ihren Wert etwa halb so schnell, vermutlich um auszugleichen, dass sie von vornherein nicht so wertvoll sind und in größeren Mengen als Baumaterial verwendet werden. Als nächstes wollte ich wissen, was es mit dem Set-Bonus auf sich hat. Die Wikinger haben mindestens eine Kombination aus 12 Ziehobjekten, deren Baukosten mit denen eines echten Sets identisch sind, also können wir hier gut vergleichen. 14 unreine Sets sind nötig, um die Kampfkraft zu maximieren. Im Vergleich dazu reichen bereits 10 reine Sets, um 150% zu erreichen. Das ist knapp 30% günstiger, was Rohstoffe angeht, der Bonus reichte hier von 6 bis hin zu 17% zusätzlicher Kampfkraft pro Set. Vermutlich wäre es möglich, die genauen Formeln und Steigungen zu ermitteln, letztendlich halte ich diese Informationen aber für irrelevant, da es nichts an unserem Vorgehen ändern würde. Wie sieht also die Strategie hinter dem Ganzen aus? In den frühen Phasen des Spiels ist Kampfkraft erstmal irrelevant für euch, da ihr euch auf fast allen Karten erstmal in der Defensive befinden werdet. Eure normale Wirtschaft hat Vorrang. Über Zielobjekte solltet ihr nachdenken, wenn ihr euch darauf vorbereitet, in den Angriff überzugehen. Wirklich wichtig wird Kampfkraft im Kampf gegen KI-Spieler normalerweise aber erst dann, wenn eine Passsituation entsteht oder die KI selbst eine hohe Kampfkraft besitzt.
Ein weiterer Grund für den Einsatz von Zielobjekten kann auch sein, dass es wenig Gold auf der Karte gibt und ihr daher nur sehr wenige Level 2 und Level 3 Soldaten produzieren könntet. Generell sollte eine hohe Kampfkraft nicht unterschätzt werden, da der in jeder Schlacht und jedem Gefecht stattfindende Rohstoffaustausch für euch günstiger wird. Ich persönlich investiere immer in Zielobjekte, wenn ich überschüssiges Gold habe. Gerade bei Level 3 Soldaten ist der Unterschied deutlich spürbar. Ich lege außerdem Wert auf Level 3 Soldaten mit maximierter Kampfkraft, wenn die Karte den Einsatz von Fähren erfordert, da man hier automatisch mit kleineren Armeen zurechtkommen muss. Je nachdem, wen man fragt, haben die Römer bis zu 3 Zauber, die sie sinnvoll in Kämpfen einsetzen können. Schutzschild, Jupiters Blitz und Barbaren bekehren. Aber gerade der Schutzschild wird nur sehr ungenau erklärt, von potenziellen Interaktionen zwischen ihm und Jupiters Blitz ganz zu schweigen. Heute werden wir also etwas genauer hinsehen und herausfinden, wie diese Zauber arbeiten. Der Schildzauber soll Einheiten laut Beschreibung mit einem Schild versehen. Der Zauber hält 10 Sekunden und wirkt bei allen Soldaten, aber nicht bei Spezialisten. Verbündete Einheiten des Dunklen Volks, abgesehen vom Dunklen Kärtner, können ebenfalls auf diese Weise gebufft werden. Für meine Tests habe ich die Wirkdauer des Zaubers erhöht. Nachdem ich jeweils 2 Level 1 und 2 Level 3 Schwertkämpfer mit 100% Kampfkraft gegeneinander antreten ließ, wurde deutlich, dass der Zauber den eingehenden Schaden um ganze 50% reduziert. Dieser Wert ist aber nicht in der Magic Config deklariert, wir können ihn also nicht ohne weiteres ändern. Außerdem wird er wohl nicht durch Kampfkraft beeinflusst und kann nur maximal 10 Einheiten treffen. Der Blitzzauber kann jede steuerbare Einheit, die kein Fahrzeug ist, treffen. Aber wie viel Schaden er verursacht und ob er von Kampfkraft beeinflusst wird, ist noch unklar. Um das rauszufinden, habe ich eine Gruppe Soldaten auf einer Insel platziert und lasse per Skript den Blitzzauber anwenden. Wie sich herausstellt, hat der Zauber genug Schaden, um Level 1 Schwertkämpfer mit 100 HP sofort zu töten. Wird der Zauber mehrmals auf die gleiche Stelle angewandt, wird auch deutlich, dass der Radius deutlich größer ist, nämlich 8 Felder in alle 6 Richtungen, aber nur bis zu 10 Soldaten getroffen werden können. Ändern wir einmal die Bedingungen. Wir reduzieren die Kampfkraft des zweiten Spielers auf 50%, gleichzeitig versuche ich, die Anzahl der betroffenen Soldaten zu erhöhen. In der Tat sterben dieses Mal 20 Soldaten, aber falls die Kampfkraft eine Rolle spielt, kann es nur die Defensive sein, die nie unter 100% fällt. Ein weiterer Test macht deutlich, dass der Schildzauber ebenfalls berücksichtigt wird und die Soldaten mit halber Gesundheit überleben. Der Blitzzauber richtet also genau 100 Schaden an. Und ein vierter Test zeigt, dass Kampfkraft keinerlei Einfluss auf den Blitzzauber hat. Das führt zu einem Zauber, der sehr effektiv gegen schwächere Einheiten ist, aber alles, was mehr als 100 Hitpoints hat, wird überleben. Natürlich bei Level 2 Einheiten oder Schwertkämpfern des Dunklen Volks sehr geschwächt, aber Level 3 Schwertkämpfer und Hauptmänner werden selbst 2 Anwendungen des Zaubers nicht kleinkriegen. In späteren Phasen des Spiels wird der Zauber also deutlich schwächer. Aber die Römer haben ja noch einen Zauber im Angebot, Barbaren bekehren. Anders als die Mönche in Age of Empires müssen eure Priester nicht erst eine Rede halten, um Mensch, Elefant oder Katapult zum Seitenwechsel zu bewegen. Dieser Zauber kann jede Art von Soldat, aber keine Spezialisten bekehren. Spezialeinheiten werden dabei in Sanitäter umgewandelt. Bereits hier wird auch deutlich, dass immer maximal 5 Einheiten betroffen werden können. Die Aussage aus dem Handbuch, dass bis zu 10 Einheiten der Gehirnwäsche unterzogen werden können, stimmt also nicht mehr. Gewöhnliche Soldaten des Dunklen Volks können bekehrt werden, Schamanen und dunkle Gärtner jedoch nicht. Dabei wäre es schon lustig, wenn man auf diese Weise zusätzliche Gärtner und Priester bekommen könnte. Eine weitere Eigenheit des Zaubers ist, dass die bekehrten Einheiten vollständig geheilt werden. Jupiters Blitz und Barbaren bekehren haben tatsächlich eine interessante Dynamik, da ersterer eher gegen zahlreiche schwächere Einheiten effektiv ist, während letzterer besser für kleine Gruppen und stärkere Soldaten geeignet ist. Barbaren bekehren ist andererseits deutlich teurer als sein Gegenpart, aber generell ist es schwer, diese Zauber im großen Stil einzusetzen, nicht zuletzt dank der langsamen und kartenabhängigen Mana-Produktion der Römer. Dafür sind die Zauber der Römer nicht so situationsabhängig wie die der anderen Völker. Der Schildzauber hätte echtes Potenzial, bräuchte aber dringend einen Buff. 10 Sekunden sind so gut wie nichts, die Soldaten müssten im Prinzip schon im Kampf sein, damit der Zauber etwas bringt. Natürlich könnte man auch den Radius in die maximale Anzahl der Ziele erhöhen, in dem Fall könnte man darauf setzen, dass der Spieler den Zauber micromanagen muss, um ihn effektiv aufrechtzuerhalten, während der Herausforderer versuchen könnte, den Priester zu eliminieren. Aber letztendlich ist der Zauber auch dann zu teuer. Mein Favorit wäre daher, die Wirkdauer des Zaubers zu erhöhen, sodass ein Spieler seine Armee sowohl während eines Kampfes als auch kurz davor einfach buffen könnte. Bei den anderen beiden Zaubern könnte man theoretisch auch nacharbeiten, aber man müsste darauf achten, dass sie ungefähr gleich stark bleiben. In ihrem jetzigen Zustand macht keiner den anderen überflüssig, und das ist auch gut so. Es ist Zeit, sich der Spezialeinheit der Trojaner zuzuwenden, dem Rucksack-Katapultisten. Der trägt einen Rucksack, und dieser Rucksack ist ein Katapult. Aber wie funktioniert die Einheit eigentlich? Könnte man sie durch einen Buff nützlicher machen, und hat sie das überhaupt nötig, oder haben wir sie bisher nur völlig falsch verstanden? Das Handbuch zum Trojaner-Add-on beschreibt den Rucksack-Katapultisten als erste Artillerieeinheit der Siedler mit einer Reichweite vergleichbar zum Bogenschützen. Betonung hier auf vergleichbar, nicht identisch, denn die Reichweite der Bogenschützen ist erkennbar größer. Einer der früheren Patches hat die Reichweite der Rucksack-Katapultisten geändert, aber die Patch-Notes lassen nicht erkennen, ob das ein Buff oder ein Nerf war. Es ist also gut möglich, dass ihre Reichweite ursprünglich identisch zu der der Bogenschützen war. In der aktuellen Version liegt sie zwischen Blasrohr und Bogenschützen.
Die Reichweite ist aber bei weitem nicht das einzige Problem dieser Einheit. Zwar haben sie mit weitem Abstand den höchsten Schaden aller Fernkampfeinheiten pro Schuss und bereits ein Level 1 Rucksackkatapultist ist in dieser Hinsicht gleichwertig mit einem Level 3 Bogenschützen, aber ihre Angriffsgeschwindigkeit ist dafür geringer, mit einer etwa 2,16 Sekunden langen Angriffsanimation, wodurch der Unterschied nicht so groß ausfällt wie erwartet. Außerdem haben sie mit deutlichem Abstand die geringste Anzahl Trefferpunkte im Vergleich zu allen reinen Militäreinheiten. Das ergibt für eine Artillerie auch soweit Sinn, aber aufgrund ihrer geringeren Reichweite können Rucksackkatapultisten nicht in dritter Reihe kämpfen, obwohl sie dafür prädestiniert wären. Sieht ziemlich schlecht aus. Was die nackten Zahlen jedoch nicht verraten, ist die Tatsache, dass Rucksackkatapultisten Flächenschaden verursachen. Das sauber zu testen war nicht ganz einfach, da wir eine Gruppe von Gegnern brauchen, die den Schützen nicht erreichen kann und sich nicht bewegen kann. Nur leider ist eine der besten Methoden, Fatal Errors hervorzurufen, das Pathfinding des Spiels zu überlasten, was unter anderem dann geschieht, wenn sehr viele Soldaten an einem Ort sind, an dem sie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden und nicht einfällt, Corona-Abstand zu ihren Kollegen einhalten können. Mithilfe des Map-Skripts konnte ich Teile der Truppen dauerhaft über den Frostzauber einfrieren, aber auch das kann ich gerade nur so in dem Umfang nutzen, den ich brauche. Noch dazu muss ich den Spieler steuern, dem die Schwertkämpfer gehören, damit ich ihre Gesundheit im Auge behalten kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich den Rucksackkatapultisten nicht manuell steuern kann, und selbst wenn, könnte ich ihm nicht befehlen, eine bestimmte Einheit anzugreifen. Und dann fällt sich der Flächenschaden in manchen Situationen auch nicht wie in anderen. Aber ihr seid wegen meiner Ergebnisse hier, und ich habe mich mal einer grafischen Darstellung versucht. Dieses rot eingefärbte Feld ist der Soldat, der direkt angegriffen wird. Der Flächenschaden betrifft einen unerwartet großzügigen Bereich, 5 Felder in alle Richtungen. Alle Soldaten in einem Umkreis von 2 Feldern nehmen etwa 50% Schaden, der Rest etwa 25%. Aber auch da gibt es manchmal Abweichungen. Möglicherweise, weil die Soldaten in der Bewegung eingefroren sind und deshalb vielleicht technisch gesehen auf einem anderen Feld stehen, als sichtbar ist. Gegenwarts-Spinny hier, ich muss mich an dieser Stelle korrigieren. Foto hat festgestellt, dass der Flächenschaden tatsächlich auch vom Level abhängt. Sekundärer Schaden betrifft den zweiten und dritten Ring um das Primärziel herum und beträgt je nach Level 50, 65 und 75% des Grundschadens. Der tertiäre Schaden betrifft den vierten und fünften Ring um das Primärziel und beträgt immer die Hälfte des Sekundärschadens. Diese Werte werden immer abgerundet. Noch dazu greifen Einheiten normalerweise den nächstgelegenen Feind an. Rucksackkatapultisten werden also nicht in die Mitte einer Menge schießen und unter normalen Umständen stehen Soldaten auch nicht so dicht zusammen. Theoretisch können Rucksackkatapultisten also die Schadenswerte aller anderen Einheiten um Längen übertreffen, aber in der Praxis werden die Zahlen sehr schwanken. Ich kann aber bestätigen, dass der Flächenschaden ebenso wie der Schaden des Hauptprojektils über die Kampfmoral des Spielers skaliert. Der Flächenschaden kann aber nicht über die Setter-Values XML geändert werden. Entweder hat der Misswert eine andere Wirkung, die ich nicht ergründen konnte, oder er wird an einer anderen Stelle überschrieben. Was die Praxistests anging, durfte ich aber auch einige Überraschungen erleben, die deutlich machen, wieso ich die Finger von Aspekten der Spielbalance lasse, die ich noch nicht analysiert habe. Gegen reine Schwertkämpfertruppen gingen die Level 1 Rucksackkatapultisten als klare Sieger hervor, was weder Bogenschützen noch Axtkämpfer noch Blasrohrschützen von sich behaupten können. Von 100 Rucksackkatapultisten standen am Ende noch 47. Gegen reine Bogenschützentruppen und 50-50-Verbände verloren die Rucksackkatapultisten zwar, aber bei weitem nicht so haushoch wie die Blasrohrschützen der Mayas. Hier überlebte etwa 30% der feindlichen Streitmacht. Im Early Game erwiesen sich Rucksackkatapultisten damit als Hardcounter gegen Schwertkämpfer, Axtkämpfer und Blasrohrschützen. Es ist aber zugegebenermaßen auch eine gewisse Menge an Rucksackkatapultisten nötig, damit sie ihren Vorteil in Sachen Feuerkraft ausspielen können. Diese Ergebnisse setzen sich auch im sonst von mir vernachlässigten Level 2 Bereich sowie im Level 3 Bereich fort. Maximierte Kampfkraft auf beiden Seiten ändert tatsächlich auch nicht viel, und bevor jemand fragt, ich habe die Multiplayer-Buffs für die Trojaner aus der History Edition in meine Gold Edition übernommen. Die Bogenschützen im Video sind also denen der anderen Völker ebenbürtig. Also, sind Rucksackkatapultisten nutzlos? Kurze Antwort, nein, aber ja. Die lange Antwort ist etwas komplizierter und birgt die Gefahr, dass ich mich jetzt richtig unbeliebt mache. Die Trojaner sind das einzige Volk, dessen drei Hauptmilitäreinheiten eine Schere-Stein-Papier-Dynamik haben. Schwertkämpfer schlagen Bogenschützen, Bogenschützen schlagen Rucksackkatapultisten, Rucksackkatapultisten schlagen Schwertkämpfer. Alle anderen Völker haben effektiv zweimal Stein und dafür kein Papier. Sanitäter sind, wenn man so blöd ist, sie in aktiven Kampfhandlungen einzusetzen, schwächere Steine. Axtkämpfer schlagen eine ähnliche Kerbe wie Schwertkämpfer, haben aber zumindest noch den Vorteil gegen Gebäude. Und Blasrohrschützen leeren sehr gerne Scheren, sind aber letztendlich gegen alles scheiße. Die Trojaner? Die Trojaner wären also hervorragend in Schere, Stein, Papier. Leider spielt man im S4 Multiplayer nicht Schere, Stein, Papier, sondern wer produziert innerhalb der vereinbarten Peacetime die besten und meisten Scheren. Soweit ich das aus den Multiplayer-Aufzeichnungen, die ich im Laufe der Jahre mitbekommen habe, sehen konnte, war das schon früher so und ist auch jetzt noch so. Und genau das ist auch der Grund, wieso niemand außerhalb von Mirror Matches als Trojaner spielen wollte. Sie hatten schlechtere Scheren, aber eben nichts, was diesen Nachteil ausgleichen würde. Eine der wenigen Verbesserungen der History Edition war ja tatsächlich ein Bogenschützen-Buff für die Trojaner.
der aber nur im Multiplayer gilt, weil wir im Singleplayer ja keine netten Dinge haben können. Wir haben hier eine Einheit, die drei, wenn man Sanitätermesser jetzt sogar vier andere hardcountert. Rucksackkatapultisten benötigen keinen Buff, sie sind sehr stark. Nur leider sind sie trotzdem weitgehend nutzlos, weil niemand die Einheiten einsetzt, gegen die sie gut sind. Es ist kein Geheimnis, dass die Videos von Spirit of the Law einen Einfluss auf meine eigenen haben, und vor kurzem kam mir eines in der Videos wieder in den Sinn, wo Alanchester's Gesetze erklärt und wie sie auf Age of Empires 2 anwendbar sind. Diese Gesetze wurden von Frederick William Lanchester zur Modellierung von Militärtaktiken formuliert und können grundsätzlich auf jedes Strategiespiel mit Kriegsführung angewandt werden. Aber wie verhält es sich in unserem Fall mit Siedler 4? Können wir den Ausgang eines Kampfes mithilfe der Mathematik vorhersagen? Kurzer Disclaimer, anders als Spirit of the Law habe ich keinen Abschluss in Mathematik, daher kann ich nicht so sehr ins Detail gehen wie er, aber ich werde mir Mühe geben, das Ganze möglichst fehlerfrei und klar zu erklären. Bevor wir beginnen, stellt euch folgende Situation vor. 20 Level 3 Bogenschützen gegen 15 Level 3 Bogenschützen, alle mit 100% Kampfkraft. Wer hier gewinnt, sollte klar sein, aber wie viele Einheiten wird der überlegene Spieler hier verlieren? Schreibt eure Vermutung in die Kommentare, die Auflösung gibt's nach dem Intro. Um genau zu sein, gibt es gleich zwei Gesetze, die wir uns ansehen müssen. Zum einen haben wir Lanchesters lineares Gesetz. Hier treten zwei unterschiedlich große, aber gleich ausgerüstete Armeen gegeneinander an. Durch das Terrain kann aber nur eine gewisse Anzahl an Einheiten gleichzeitig aktiv kämpfen. Sobald ein Soldat stirbt, nimmt sofort einer seiner Kameraden aus den hinteren Reihen seinen Platz ein. Der klassische Fall sind griechische Hopliten, die in ihrer Phalanxformation einen Engpass blockieren, wie sie es in der Schlacht von Thermopylae taten. In diesem Fall können wir theoretisch davon ausgehen, dass bei einem Kampf zwischen 100 Soldaten auf der einen Seite und 50 auf der anderen etwa 50 überleben. In der Praxis sind es eher 60 Überlebende, da ein Siedler nicht immer Duelle ausgetragen und die letzten Soldaten der schwächeren Streitmacht sofort umzingelt werden, wenn ihre Linie durchbrochen wird. Das gleiche Gesetz würde theoretisch auch zutreffen, wenn zwei unterschiedlich große Armeen blind auf das ungefähre Gebiet schießen würden, in dem sich die feindliche Armee befindet, wie zum Beispiel bei Schiffe versenken. Aber ein Siedler verfehlen unsere Fernkämpfer nie ihr Ziel. Lanchester ging für sein Modell auch davon aus, dass ein verletzter, aber noch kampftauglicher Soldat weniger effektiv kämpft, was wir aber weder in Age of Empires noch Siedler berücksichtigen können. Eine dynamische Änderung der Kampfkraft wäre via Skript sicher möglich, würde aber nicht die normalen Zustände im Spiel widerspiegeln. In unserer Situation vom Anfang überleben 12 der roten Bogenschützen und diese haben auch noch 90% ihrer Gesundheit übrig. Hier reicht das lineare Gesetz nicht mehr aus, wir müssen uns also mit seinem großen Bruder, Lanchesters Quadratgesetz, befassen. Hier müssen wir aber vorher erwähnen, dass es für Fernkämpfer konzipiert ist. Auf Nahkämpfer ist es nur bedingt anwendbar. Außerdem geht dieses Modell von einigen weiteren Voraussetzungen aus. Beide Armeen bestehen jeweils aus nur einem Einheitentyp, zum Beispiel Bogenschützen. Alle Einheiten öffnen gleichzeitig das Feuer und jede Einheit kann immer eine feindliche Einheit angreifen, also keine Kampfpausen. Außerdem müssen alle Einheiten innerhalb einer Armee gleichwertig ausgebildet sein. Eine Kombination aus Level 3 und Level 1 Bogenschützen auf einer Seite kann die Formel also nicht abdecken. Da Bogenschützen-Siedler die höchste Reichweite haben, ist Lanchesters Quadratgesetz auf sie am einfachsten anzuwenden. Das Modell geht auch davon aus, dass sich die Angriffe der Armeen gleichmäßig verteilen. Hier kann in der Praxis also auch eine Quelle für Abweichungen liegen. Die ursprünglichen Gleichungen wurden 1916 veröffentlicht und verwendeten zwei Armeen aus jeweils 1000 Soldaten als Beispiel. Da so große Armeen in Siedler aber schwierig zu kontrollieren sind, machen wir einfach 100 draus. Die blaue Armee teilt sich in zwei 50er-Gruppen auf, während die rote zusammenbleibt. Lanchester ging davon aus, dass, wenn die rote Armee die beiden blauen Gruppen nacheinander angreift, sie als Sieger hervorgehen würde. Teile und herrsche, aber eben indem man nicht seine eigenen Truppen, sondern die des Gegners teilt. Die genauen Formeln sind ziemlich kompliziert für meine Verhältnisse, weil für unser Beispiel mit gleichen Einheiten auf beiden Seiten reicht es, die Wurzel von 100 hoch 2 minus 50 hoch 2 zu nehmen. In diesem Fall kommen wir auf 86 Überlebende der größeren Armee. Wenn diese gegen die zweite Truppe antreten, bleiben noch 69 übrig. Wir hätten also eine gleichwertige Armee mit nur 30% Verlust besiegt. Auf unsere Gruppe vom Anfang angewandt kommen wir theoretisch auf 13 Überlebende, wir sind also ziemlich nah dran. Für sehr kleine Gruppen, zum Beispiel 2 gegen 1, passt dieses Verhältnis aber nicht. Auch die große Armee verhält sich in der Praxis anders. Wir haben nie wirklich alle Soldaten gleichzeitig am Kampf beteiligt, selbst mit etwas Trickserei, damit sich die beiden feindlichen Gruppen überhaupt auf unsere zubewegen. Nur 72 unserer Bogenschützen überlebten das erste Gefecht und nach dem zweiten waren noch 44 übrig. Immer noch ein effizienter Trade für Rot, aber bei weitem nicht so wie berechnet. Unsere Rechnung von vorhin kann auch erweitert werden, um unterschiedliche Schadenswerte zu berücksichtigen, wie sie zum Beispiel durch unterschiedliche Kampfkraft oder theoretisch auch durch den flächendeckenden Einsatz der Blutrausch oder Schildzauber entstehen könnten. Allerdings haben die Einheiten in S4 auch unterschiedlich viel Gesundheit, greifen unterschiedlich schnell an und haben im Fall von Hauptmännern auch noch Rüstung. Dieses Vorgehen reicht also nur bei homogenen Konstellationen wie Bogenschützen gegen Bogenschützen.
Beim Vergleich unterschiedlicher Einheiten eignet sich die Time to Kill besser als Koeffizient. Aber dazu müssten wir Inversen berechnen und spätestens hier wird mir der Mangel eines Abschlusses in Mathematik zum Verhängnis. Falls Mathe-Genies unter euch sind, wäre ich sehr gespannt, was ihr dazu denkt und für möglich haltet. Letztendlich sind Lanchesters Gesetze aber auch nicht ohne ihre Grenzen und nicht ohne Grund nur ein Gedankenexperiment. Wie bereits erwähnt, verhalten sich Nahkämpfer anders, da sie zum Beispiel nicht nahtlos das Ziel wechseln können. In der Situation vom Anfang überleben 16 rote Schwertkämpfer mit durchschnittlich 50% ihrer Gesundheit. In der 100er Armee überlebten nur 18 rote Schwertkämpfer bis zum Schluss, womit wir weit vom ausgerechneten Ergebnis entfernt sind. Lanchester geht auch davon aus, dass jeder Soldat immer nur einen anderen Soldat angreifen kann. Eine Regel, für die sich Rucksackkatapultisten mal so gar nicht interessieren. Jede Form von Artillerie oder Massenvernichtungswaffe fällt bei Lanchesters Quadratgesetz sofort raus. Theoretisch wäre das Ganze auf Blasrohrschützen anwendbar, aber ihr Freeze-Effekt ist durchaus zufällig. Dennoch waren die Ergebnisse zumindest im kleinen Rahmen ziemlich stabil, mit 16 Überlebenden im roten Team. Schlussendlich verhalten sich die Verluste in solchen Gefechten nie wirklich quadratisch. Der genaue Exponent hängt immer von der beteiligten Einheitenkonstellation ab. Dazu gibt es sogar eine ganze Studie, die Lanchesters Gesetze auf StarCraft 2 anwendet. Was aber deutlich wird, ist, dass selbst eine kleine zahlenmäßige Überlegenheit zu einem haushohen Sieg führen kann, wenn alle anderen Faktoren identisch sind. Ein großes Dankeschön geht an Spirit of the Law, sowohl für sein ursprüngliches Video über Lanchesters Gesetze und ihre Anwendung auf Age of Empires, als auch für die Erlaubnis, sein Intro-Lied zu benutzen. Falls ihr mit seinem Content noch nicht vertraut seid, solltet ihr das definitiv ändern, besonders wenn ihr Age of Empires spielt. In den letzten Jahren habe ich fast alle Mechaniken von Siedler 4 unter die Lupe genommen, aber von ein paar Dingen habe ich immer Abstand gehalten, und zwar von allem, was teilgenaue Präzision erfordert. Siedler ist dafür schlicht ungeeignet, aber gelegentlich helfen Fortschritte auf der technischen Ebene. In diesem Fall erwies sich das Warrior Slip Plugin als unschätzbar wertvoll, da die üblichen Skriptbewegungsbefehle zu unzuverlässig sind. Nun können wir herausfinden, wie schnell die verschiedenen Einheiten im Spiel eigentlich sind. Zu diesem Zweck veranstalten wir einen 100-Meter-Sprint mit allen steuerbaren Einheiten im Spiel mit der Annahme, dass jedes Feld 1 Meter abdeckt. Alle Teilnehmer haben sich gewissenhaft vorbereitet, es wird also spannend. Sehr schnell wird deutlich, dass die beiden Schwertkämpfer langsam aber sicher einen Vorsprung vor der restlichen Gruppe aufbauen. Der Esel des Gründungskarren wurde vom Startschuss erschreckt, aber danach wird erkennbar, dass er in Sachen Geschwindigkeit durchaus mit den anderen mithalten kann. Es gibt hier offensichtlich zwei Arten von Einheiten. Schwertkämpfer und alles andere. Nach 50 Sekunden erreichen die beiden Schwertkämpfer das Ziel, die anderen Einheiten folgen ca. 13 Sekunden später. Schwertkämpfer erreichen damit das übliche Marschtempo der deutschen Bundeswehr mit leichtem Gepäck von 7,2 Stundenkilometern, aber auch die anderen sind immerhin trotz Gepäck schneller als das durchschnittliche Gehtempo eines Menschen. Der aktuelle Weltrekordhalter im 100-Meter-Sprint ist übrigens Usain Bolt. Könnte er diese Geschwindigkeit halten, könnte er über 37 Kilometer pro Stunde zu Fuß zurücklegen. Und wie es aussieht, hat zwischen dem Gärtner und dem dunklen Gärtner ein Streit über die Landschaftsgestaltung begonnen. Dem Pionier ist das alles zu blöd, weshalb er angefangen hat, die Ziellinie für das Römische Reich zu erobern. Hoffentlich wird das kein internationaler Zwischenfall, ich weiß ja jetzt schon nicht, wie wir die alle auf Siegerpodest quetschen sollen. Aber wir sind noch nicht fertig, denn auch die Seefahrer wollen sich beweisen. Die drei Schiffstypen im Spiel werden auf Kommando 100 Meter zurücklegen. Zu meiner Überraschung reagiert nicht nur das eigentlich nicht direkt steuerbare Handelsschiff auf genau den Skriptbefehl, den der Gründungskarren vorhin ignoriert hat, die Fähre und das Kriegsschiff schenken sich keinen einzigen Meter, während das Handelsschiff langsam zurückfällt. Die ersten erweisen sich am Ende sogar etwas schneller als die Schwertkämpfer vorhin, aber auch das Handelsschiff ist zumindest schneller als die übrigen Einheiten. Und das klärt auch schon all... Warte, das sollte nicht passieren? Helikopter, Helikopter! Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das regelkonform ist. Aber wie es aussieht, ist tatsächlich der Manakopter mit weitem Abstand die schnellste Einheit im Spiel. Wenn wir die ca. 2-sekündigen Start- und Landeanimationen rausrechnen, kommen wir auf eine Geschwindigkeit von 24 Stundenkilometern, dreimal schneller als die beiden schnellsten Schiffe im Spiel. Das ist zwar kein Vergleich zum über 12-mal schnelleren Black Hawk Truppentransporthelikopter der US-Armee, aber ein Siedler absolut ungeschlagen. Hauptmänner sind eine der vergessenen Einheiten in Siedler 4. Das fängt schon damit an, dass das Spiel ihre Fähigkeiten nur sehr vage beschreibt. Hauptmänner sollen die Fähigkeit besitzen, eine Gruppe zu befehligen und ihre Moral zu stärken. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Was ihre Werte angeht, sind Hauptmänner minimal stärkere Level 3 Schwertkämpfer, die sich langsamer bewegen und die nicht in der Lage sind, Türme zu erobern. Was euch das Spiel verschweigt ist, dass Hauptmänner als einzige Infanterieeinheit einen Rüstungswert besitzen. Diese reduziert allen eingehenden Schaden um einen festen Wert, im Falle der Hauptmänner um 2 pro Angriff, aber nicht unter 1.
Da es sich um einen festen Wert handelt, ist dieser Schutz in erster Linie gegen Einheiten mit geringem Schadenswert pro Angriff effektiv, also besonders Blastrohrschützen, Sanitäter und schwächere Bogenschützen, hat aber wenig Wirkung gegen Einheiten wie Schwert- oder Axtkämpfer. Darüber hinaus führen Hauptmänner automatisch Soldaten an, die zu ihrer Gruppe gehören. Hauptmänner übernehmen da die Führung, was leider schon zu zwei der Probleme mit dieser Einheit führt. Zum einen haben solche Truppen Schwierigkeiten, enge Passagen zu durchqueren, da eure Soldaten beim Hauptmann und der Hauptmann bei den Soldaten bleiben will. Zum anderen bedeutet das, dass Hauptmänner das erste Angriffsziel sind und mit ihrem Tod wird jeder Bonus hinfällig. Der Bonus äußert sich als erhöhte Kampfmoral. Nun muss ich leider sagen, dass es echt nicht leicht ist, diesen Bonus sauber zu testen, da Hauptmänner und Soldaten, die zu einer Gruppe gehören, manuell getrennt werden müssen. Und nochmal Gegenwart-Spinny hier. Der Hauptmann-Bonus multipliziert die Kampfkraft der betroffenen Soldaten mit 10%, was wahrscheinlich auch das 150er-Limit sprengen kann. Allerdings kann der Bonus nicht erhöht werden und es profitieren nur Soldaten, die sich, als ihr die Gruppe erstellt habt, oberhalb oder auf der gleichen Reihe links vom Hauptmann befanden. Klingt komisch, ist auch komisch, ist aber so. Wir haben also eine Einheit, die mit Schwert, Rüstung und drei Goldbarren die teuerste im Spiel ist, einen großen Teil eurer Armee nicht buffen kann, deren Steuerung je nach Terrain erschwert, wahrscheinlich als einer der ersten stirbt und keinen Ersatz für C-Objekte darstellt. Ich fürchte, kein Buff der Welt kann diese Einheit retten. Wenn man so drüber nachdenkt, sind Türen eine echt tolle Sache. Sie können nicht nur Durchgänge verschließen, sondern wie sowohl die Sesamstraße als auch das Internet bewiesen hat, geben sie tolle Musikinstrumente ab. Und wie das Intro bewiesen hat, bin ich keiner der Menschen, die mit Türen Musik machen sollten. Aber wie sieht es mit Türen in Siedler aus? Alle Türme im Spiel haben eine Tür, an der bis zu zwei angreifende Schwertkämpfer einen Verteidiger angreifen können. Türen scheinen 50 Gesundheitspunkte zu besitzen, da ein Level 1 Schwertkämpfer sie nach 5 Schlägen durchbrochen hat. Dies ist unabhängig davon, ob es sich um einen kleinen Turm, großen Turm oder eine Burg handelt und auch unabhängig vom Volk. Ich beende den Unterricht! Aber ich muss meinen Bus kriegen! Türen sind soweit nicht weiter kompliziert, aber die Trojaner haben Zugang zum Zaubertor der Angst, welcher laut Beschreibung die Türen in einem bestimmten Umkreis unzerstörbar macht. Und das würde auch in ihr Profil passen, da die Trojaner gelegentlich als defensives Volk beschrieben werden. Eine Anwendung kann bis zu 4 Türme betreffen und hält 8 Sekunden. Die Dauer kann aber nicht durch eine erneute Anwendung aufgefrischt werden, ihr müsst also warten, bis der Zauber abgelaufen ist, damit eine zweite Anwendung nicht wirkungslos verpufft. Außerdem kann der Zauber nicht auf verbündete Türme angewendet werden, auch wenn der verbündete Spieler ebenfalls als Trojaner spielt, und der Zauber wirkt nicht bei Türmen, deren Tür bereits durchbrochen wurde. Über die Magic Config lassen sich die Kosten, der Wirkradius, die maximale Anzahl der Ziele und die Dauer anpassen. Wenn wir den Radius erhöhen, wird aber deutlich, dass die Zielauswahl nicht besonders intuitiv ist, wenn mehr potenzielle Ziele vorhanden sind, als vom Zauber abgedeckt werden können. Aber wie sieht es mit einer Kampfsituation aus? Könnte er dazu genutzt werden, ein paar weitere Kills rauszuschlagen, während die gebufften Türen alle Angriffe tanken? Hier musste ich leider feststellen, dass der Zauber nicht so arbeitet wie beschrieben. Die feindlichen Soldaten mieden nämlich die betroffenen Türen und suchten nach der nächsten, die nicht betroffen war. Das ist eigentlich nicht das, was man erreichen möchte. Dieses Verhalten hat auch nichts damit zu tun, dass man der KI beigebracht hätte, solche Türme zu vermeiden, auch unsere eigenen Soldaten verhalten sich so. Mit Spam-Klicks kann man sie zwar dazu bringen, die Tür trotzdem anzugreifen, aber auch dann erweist sie sich als wirklich undurchdringlich. Ein weiterer Test ergab auch, dass der Zauber keine Wirkung auf Axtkämpfer hat. Noch dazu ist dieser Zauber zusammen mit seinem Gegenstück bei den Mayas, dem Teleportzauber, der teuerste Defensivzauber im Spiel, mit einem Preis von 20 bis 80 Mana pro Anwendung. Das bedeutet, dass ihr mindestens 210 Mana raushauen müsst, um diesen Zauber eine Minute lang aufrechtzuerhalten, und im Endgame steigt diese Zahl auf 640. Währenddessen ist der Frostzauber der Wikinger ganze 40% günstiger und kann den gewünschten Effekt deutlich besser erreichen. Ich denke, auch ohne die anderen Defensivzauber genauer analysiert zu haben, kann ich sagen, dass die Trojaner den mit Abstand nutzlosesten bekommen haben. Was mich zu der Frage führt, gäbe es die Möglichkeiten für einen Buff. Wenn der Zauber so funktionieren würde wie beschrieben, würde ich die Mana-Kosten auf etwa 8 reduzieren. Auf diese Weise könnte ein Micromanager der Spieler eine Gruppe von Türmen zu einem angemessenen Preis unverwüstbar machen, gleichzeitig gäbe es aber auch mögliches Counterplay vom anderen Spieler, da der Priester in der Nähe sein muss und damit verwundbar wäre. Außerdem wäre der Zauber nur von sehr begrenztem Nutzen gegen einen Wikinger-Spieler, da der Zauber wie bereits erwähnt keine Wirkung auf Axtkämpfer hat. Aber da der Zauber nicht so funktioniert, müsste man anders herangehen. Ich denke, ich würde die Obergrenze für die maximale Anzahl an Zielen effektiv aufheben. Wenn sich ein Turm im Radius befindet, sollte er auch betroffen sein. Außerdem würde ich die Wirkdauer auf mindestens 30 Sekunden anheben. Dieser Zauber soll Zeit schinden und so könnte er genau das. Counterplay wäre dann, den Priester zu eliminieren und oder sich zurückzuziehen, bis der Zauber abklingt und der gegnerische Spieler den Zauber nicht mehr wirken kann oder will. Oder eben Axtkämpfer. Nur der Wirkradius wäre eine offene Frage und ich wäre wirklich versucht, mit diesen Änderungen etwas zu spielen, wenn ich für meine Videos nicht ein weitgehend ungemoddetes Spiel bräuchte. Andererseits verwende ich den Zauber in seinem jetzigen Zustand sowieso nicht, potenziell würde die KI also mehr davon profitieren als ich. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, welche Version ihr bevorzugen würdet.
No, 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 no. Wenn es um die Kampfmagie der Trojaner geht, ist es fraglich, wie viele Zauber wir überhaupt dazu zählen können. Auf dem Papier haben wir Frieden stiften, Tor der Angst und Angriff aus dem Nichts, aber die letzten beiden sind so exotisch, dass sie wohl kaum regelmäßig eingesetzt werden. Sehen wir mal genauer hin, vielleicht haben wir ja die ganze Zeit etwas verpasst. Tor der Angst habe ich bereits in meinem Video zum Thema Türen erklärt, ich erlaube mir also darauf zu verweisen und direkt mit Angriff aus dem Nichts zu beginnen. Angriff aus dem Nichts macht bis zu 10 eurer Soldaten für eine Minute unsichtbar. Der Zauber verliert jedoch sofort seine Wirkung, wenn die betroffenen Soldaten angreifen. Priester und andere Spezialisten können jedoch nicht unsichtbar gemacht werden und hier fangen die Probleme bereits an. Dieser Zauber wäre ideal für Hinterhalte und Überraschungsangriffe, aber die brauchen normalerweise länger als eine Minute, um vorbereitet und durchgeführt zu werden. Da der Priester nicht unsichtbar wird, könnte er die Truppe auch nicht unerkannt begleiten, um den Zauber bei Bedarf aufzufrischen. Der Zauber hätte begrenzten Nutzen beim Sturm auf befestigte Burgen und ähnliches, aber auch dann ist der Geschenkzauber vermutlich sinnvoller, um einfach die zusätzlichen Verluste auszugleichen. Der Zauber schützt auch weder vor den Flammen eines dunklen Tempels noch vor anderen Kampfzaubern und KI-gesteuerte Priester bemerken eure Soldaten trotzdem. Und für den Preis von 30 Mana, der bis 120 Mana ansteigen kann, ist das einfach kein guter Deal. Ich kann bestätigen, dass sich Kosten, Wirkradius, die Anzahl der betroffenen Soldaten sowie die Dauer des Zaubers anpassen lassen, aber ähnlich wie bei Tor der Angst ließen sich hier mehrere Ergebnisse erreichen, die dem Zauber unterschiedliche Rollen geben würden. Mit einer längeren Dauer könnte man ihn nutzen, um gezielt kleine Angriffe an Schlüsselpositionen in der feindlichen Siedlung durchzuführen. Wenn man mehr betroffene Soldaten erlaubt, könnte ein trojanischer Spieler im Kampf die wahre Stärke seiner Truppen verbergen. Geringere Kosten würden einen Einsatz ermöglichen, der mehr Micromanagement erfordert, da der Zauber regelmäßig erneuert werden muss. Dafür gäbe es mehr Counterplay, da der andere Spieler zumindest den Priester sehen könnte und sich nur fragen muss, wie stark dessen Eskorte ist. Ein listiger Spieler könnte auch mehrere Priester an verschiedenen Orten in die feindliche Siedlung eindringen lassen. Selbst wenn nur manche davon eine Eskorte haben, kann der andere Spieler das nicht wissen. Kombiniert das mit dem Orakelzauber und ihr braucht vielleicht gar keine große Armee, um das Spiel zu gewinnen. Dieser Ansatz würde theoretisch auch im Vanilla-Spiel funktionieren, wäre dort aber wohl zu teuer, insbesondere wenn man bedenkt, dass eure volle Aufmerksamkeit erforderlich ist. Frieden stiften ist mit Abstand der kampftauglichste Zauber der Trojaner, was jedoch nicht viel heißen will. Dieser Zauber verwandelt bis zu 5 feindliche Soldaten wieder in Träger und lässt dabei die Waffen der Soldaten zurück. Außer bei Hauptmännern, aber so kaputt wie die sind, wären mir zusätzliche Rüstungen noch egal. Leider hat auch dieser Zauber seine Probleme und damit meine ich nicht, dass der Radius ähnlich wie bei Barbaren Bekehren eher knapp bemessen ist und man deshalb nicht immer 5 Soldaten erwischt. Dieser Zauber ist am nützlichsten, wenn er auf eigenem Land angewandt wird, damit der feindliche Spieler seine Waffen und Träger nicht zurückbekommt und ihn zumindest erstere selbst nutzen könnt. Gold bleibt jedoch nicht zurück, was schon mal ein Nachteil gegenüber seinem römischen Gegenstück ist. Aber selbst auf eigenem Land angewandt ist er effektiv eine schlechtere Version von Barbaren Bekehren mit zusätzlichen Schritten, da er die Soldaten nicht sofort bekommt, sondern die Waffen erst in eure Kasernen gebracht werden müssen. Und auf feindlichem Gebiet habt ihr noch weniger von diesem Zauber. Allerdings glaube ich, dass der Zauber mit ein paar Änderungen an den Zahlen durchaus brauchbar gemacht werden könnte und das sehe ich auch als erforderlich an, wenn man bedenkt, dass die Trojaner für den direkten Kampf nur diesen Zauber zur Wahl haben. Es überrascht mich selbst etwas, aber die Trojaner haben tatsächlich 3 Kampfzauber, die zumindest vom Grundprinzip her durchaus nützlich sein könnten. Das Problem sind eher die damit verbundenen Zahlen. Oft sind die Zauber zu teuer und ihre Wirkung zu flüchtig oder zu klein. Das ließe sich durchaus ändern, aber solange sich keine Alternative zum Vanilla-Balancing im Multiplayer durchsetzt, seid ihr mit dem Wirtschaftszauber der Trojaner besser bedient.